Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie heute mal zu einer ganz anderen Veranstaltung begrüßen, die sich nicht mehr nur mit akuten Erkrankungen beschäftigt oder mit Krankheitsvermeidung, sondern ganz bewusst weiter hinten ansetzt in der Krankheitsbewältigung und auch einem Ansatz, der die Medizin, für die Medizin Neuland ist im gewissen Sinne und auch natürlich trotzdem einen großen Bedarf anzeigt. Natürlich will jeder gesund werden, wenn er krank ist. Und da hilft die Medizin im akuten Fall auch dann über längere Zeit hinweg, wird behandelt. Aber es ist das Ziel letzten Endes, das vielleicht manchmal etwas unausgesprochen immer im Raum steht, dass man wieder zurück in den Lebensalltag, vielleicht sogar eben meist auch in den Berufsalltag zurückkehren kann. Jeder wird mal krank, Sie waren es sicher auch schon mehrfach in Ihrem Leben, mal mehr, mal weniger schwer. Und natürlich ist bekannt, dass im Alter die Menschen anfälliger werden gegenüber Krankheit. Und da es immer mehr ältere Menschen gibt, ist auch voraussehbar, dass es immer mehr kranke Menschen geben wird, vor allen Dingen dann aber auch kranke Menschen, die ja eine Lebensperspektive schon noch haben, die gut sein soll, die beweglich sein soll. Aber da dann, je älter man ist, natürlich die Krankheitsbewältigung, die Heilung in den Anführungszeichen, nicht immer ganz so einfach ist, wie sich es auch die Medizin gerne erwünscht. Sie wissen, es kann ein Schlaganfall auftreten, wie aus heiterem Himmel, auch ein Herzinfarkt und es, je nachdem wie das Schicksal es will, auch eine Krebserkrankung, so als die drei häufigsten Gruppierungen. Dann auch die Rückenleiden spielen natürlich eine große Rolle, dann die immer unbeweglicher werdenden Gelenke, die den Menschen zu schaffen machen. Dann gibt es natürlich auch Krankheiten wie Stoffwechselstörungen, das große Thema Diabetes und daraus resultierend Folgeerkrankungen, die dann auch nicht mehr unter Umständen heilbar sind. Ja, ich sagte es schon, jeder will rasch gesund werden und auf keinen Fall längerfristig im Bett verbringen. Da hat die Medizin ja geholfen, dass, wenn es geht, die frühzeitig aus dem Bett herausgeholt werden. Aber es ist, und das ist so eine Feststellung, die wir heute Abend sicher diskutieren werden, dass die therapeutischen Maßnahmen, gerade auch in den akuten Kliniken, dass die irgendwo zu einem Ende kommen und man auch einen Druck hat, die Menschen zu entlassen. Das hat auch ökonomische Gründe, wie Sie wissen. Aber es gibt leider auch bei vielen Kollegen von uns beiden dann so dieses geflügelte Wort, der Patient ist austherapiert. Ja, dass wir können da jetzt einfach nicht mehr weiterhelfen. Und dann steht ein Programm aber auf dem Tapet, das wichtig wird und über das wir heute Abend sprechen werden, nämlich die Rehabilitation, also die Wiederherstellung möglichst der körperlichen, aber auch oft der geistigen Einschränkungen und eine Ziel, die Wiedereingliederung in das gesellschaftliche Leben und eben auch unter Umständen in das berufliche. Und da muss man wertschätzen, ein ganzes Team von Therapeuten, Ärzten, Schwestern, Pfleger, Physio, Ergotherapeuten, Logopäden, Psychologen. Und die alle wollen etwas erreichen gemeinsam, nämlich die größtmögliche Eigenaktivität dieser Patienten, ihrer Patienten zu fördern und auch zu erreichen, sodass diese Autonomie, die sicher ein ganz wesentlicher Begriff im Leben eines Menschen ist, dass die wieder zumindest partiell erreicht werden kann. Und das heißt natürlich auch, dass was früher in der Medizin oft eine gewisse Kritik auch hervorgerufen hat, dass die Patienten passiv ihre Rolle eben ihrem Arzt oder ihren Ärzten übergeben haben, die sie heilen sollen, dass sie jetzt aktiver werden sollen, dass sie eigenverantwortlich auch mit sich engagieren müssen, ihre Krankheit zu bewältigen. Nun, wir werden heute Abend über diese Thematik sprechen. Ich glaube, das ist sehr interessant und ich bin mir sicher, dass Sie da einiges an Anregung auch mitbekommen. Die Frage natürlich, wer ist wann reha-fähig und wer ist wann reha-bedürftig?
Es wird eine Frage sein, wer hat einen Anspruch darauf? Letzten Endes geht es natürlich auch immer um Geld. Wer übernimmt die Finanzierung? Wird und soll diese Reha stationär sein? Soll sie ambulant sein? Und was ein Thema sein wird, das können wir nur sicher so hinstellen dann, wie ist die Kapazität jetzt auch gerade aus Stuttgarter Sicht? Und man sollte auch immer ehrlich sein und realistisch sein. Man muss sich fragen natürlich auch, wo sind die Grenzen der Rehabilitation, dass man nicht irgendwie Versprechungen macht, die dann am Ende nicht eingehalten werden können. Nun, zu dieser Thematik haben wir einen ganz hervorragenden Spezialisten, der hier auch Pionierarbeit leistet in Stuttgart. Das ist Herr Professor Clemens Becker. Er ist der Leiter, er ist Facharzt für Innere Medizin und hat auch die Zusatzbezeichnung klinische Geriatrie, also Altersmedizin. Und er ist Leiter der Geriatrie und geriatrischen Rehabilitation am Robert-Bosch-Krankenhaus. Guten Abend. Guten Abend. Und ich hatte so ein bisschen die Thematik mal angerissen. Damit haben Sie ein weites Feld, wozu Sie etwas sagen können. Mal vielleicht zunächst noch mal so ganz allgemein die Ziele der Rehabilitation, die ja neu mehr in den Vordergrund der Medizin gekommen ist und was Sie als jemand, der sich damit ja auch intensiv wissenschaftlich beschäftigt, was Sie unter Rehabilitation verstehen, was man dafür tun kann. Ja, also bin sehr gerne heute Abend hierher gekommen, dass wir gemeinsam überlegen, wo wir in Stuttgart stehen, was sind so die neuen Erkenntnisse, wo klemmt es am Alltag dran. Ich denke, dass wir in den Krankenhäusern, das sind nicht alle Situationen, aber vielleicht etwa 80% der Situationen, die zu einer Rehabilitation führen, in vielen Fällen eben es schaffen, dass das Problem behoben wird, also zum Beispiel eine Arthrose operiert wird, dass ein Knochenbruch operiert wird, dass eben ein Herzinfarkt angemessen behandelt wird, eine Lungenentzündung. Das ist aber in vielen Fällen, und das werden wir sicherlich nachher noch vertiefen, eben so ist, dass man, wenn man auf einer Intensivstation zum Beispiel für 5 Tage ist oder auf einer Wachstation für 10 Tage, häufig übersehen wird, dass darüber eben dann die Motorik, die Bewegung, die Muskelkraft eben verloren geht und in vielen Fällen zwar das akute Problem behoben wird, aber dass man die Selbstständigkeit im Alltag verliert. Und das Ziel soll natürlich sein, halt, dass jeder von Ihnen, jeder von uns, dass die meisten der Menschen, die so ein akutes Krankheitsereignis eben entweder unverhofft erleiden oder eben auch geplant, zum Beispiel sich einem operativen Eingriff unterziehen, dass diese Menschen eben danach eben weitestgehend ihren Alltag wieder zu Hause selbstständig eben erreichen wollen. Das ist mal die 2 großen Ziele sind eben, dass die Leute sagen, ich möchte mich in meiner Wohnung selbstständig wieder bewegen können, ich möchte wieder nach Hause kommen, wenn man im Berufsleben ist, ich möchte wieder arbeiten können, möglichst schnell eben das zu erreichen. Das sind, wenn man so will, wir nennen das die Metaziele. Und die Frage ist, was ist auf diesem Weg tatsächlich eben auch nötig? Und da gibt es selbst unter medizinischen Experten häufig eben sehr viele Vorurteile, die wir eben entsprechend angehen müssen, mit denen wir aufräumen müssen. Es ist eben zum Beispiel so, dass der Mensch, der etwa eine Woche liegt, insgesamt so viel Muskulatur abbaut, anders zum Beispiel als die winterschlafenden Tiere, dass man für diese 7 bis 10 Tage Ruhezeit mindestens 3, 4, manchmal 5, 6, 7 Wochen eben braucht, um das wieder eben auch tatsächlich zu erreichen. Und da muss unser ganzes Gesundheitssystem ein Stück weit eben umdenken und auch umlenken, also dass wir diese Ziele, zentralen Ziele eben, die Sie ja auch genannt haben, Rehabilitation heißt die Rückkehr ins bürgerliche Leben, also sozusagen, damit wir unsere Rolle wieder erfüllen können. Dafür müssen wir viel an den Abläufen verändern, wir müssen das Bewusstsein dafür schaffen und auch so, wie Sie es gesagt haben, wir müssen Klarheit darüber schaffen, was ist erreichbar und was ist möglicherweise eben auch Utopie. Der Patient, der Leidende, wörtlich übersetzt, kommt ja ins Krankenhaus und ist, wenn man den Fall des Herzinfarktes nimmt, wirklich liegt erstmal da nieder. Ist auch erschrocken, ist sicher oft auch depressiv, noch besonders mehr beim Schlaganfall. Er ist der Leidende, der Passive. Diesen Übergang dann in die aktivere Rolle, da hat sich ja viel geändert in der Medizin. Früher 6 Wochen nach dem Herzinfarkt im Bett gelegen und heute nach 2, 3 Tagen schon aufstehen. Ja und nein. Also wo es sich in einigen Disziplinen hat sich das dramatisch verändert. Also als wir beide angefangen haben zu arbeiten, da war das tatsächlich so, dass eben
Menschen über viele Wochen eben zu ihrem Schaden halt tatsächlich immobilisiert wurden. Also zum Beispiel in der Kardiologie, in anderen Disziplinen, in der Schlaganfallmedizin ist das gang und gäbe, dass man quasi ab dem ersten Tag versucht, die Menschen eben sehr schnell zu mobilisieren. Aber man muss sagen, es gibt viele andere Disziplinen, wo die Krankenhäuser oder auch die Disziplinen bisher sich nicht daran ausrichten. Also wenn man zum Beispiel das Thema der Abdominalchirurgie oder bestimmter anderer operativer Fächer sieht, muss man sagen, hängen diese Disziplinen noch zurück. Und in vielen Abläufen, wir können gerne einige Beispiele aufgreifen, ist das Krankenhaus nicht daran ausgerichtet, dass der Patient möglichst schnell wieder mobil wird. Es ist in vielen Situationen, dass es einfacher ist, einen schwer kranken Patienten im Bett zu versorgen, als den Patienten selbstständig zum Beispiel auf die Toilette zu begleiten und dass er da möglicherweise eben die Morgentoilette eben absolviert. Ich sage Ihnen für mich als Arzt ein einfaches Beispiel. Ich fordere meine Stationsärzte in der Ausbildung auf, dass wenn immer möglich während der Visite der Arzt einmal mit dem Patienten bis zur Tür und wieder zurückgehen sollte, um zu sehen, wie der Patient sich bewegt. Und wir müssen es lernen, viele dieser Routinen aus passiven Routinen, und die sind es in vielen Fällen derzeit eben noch, die Patienten liegen oft 18 oder 20 Stunden oder noch mehr im Bett, eben in jedem Tag in der Akutsituation bereits zu beginnen, eben so früh wie möglich die Mobilisation zu beginnen und unsere ganzen Handlungsabläufe in der Pflege, in der Medizin umzustellen, um den Patienten im Hinblick auf seine Mobilität, aber so wie Sie es gesagt haben, auch im Hinblick auf seine emotionale und mentale Gesundheit vom ersten Tag an möglichst schnell zu aktivieren. Und das ist ein anderer Handlungsansatz. Wir haben ein paar Schritte gemacht, aber wir haben noch eine lange Reise vor uns. Sie sagen, das ist ein anderer Ansatz, da muss viel umgedacht werden, auch von den Ärzten, die ja in ihrer Ausbildung nicht sehr viel von Reha erfahren, also zumindest soweit ich es überblicken kann. Und der Patient muss wissen, schon im Krankenhaus muss was geschehen. Ich muss nicht liegend dieses Haus verlassen. Das ist doch das Ziel. Absolut. Und wie gesagt, dafür müssen wir viele Dinge umsteuern. Aber es ist, das muss man ganz klar sagen, mit der Einführung zum Beispiel der Fallpauschalen in den letzten 10 bis 15 Jahren so gewesen, dass die Physiotherapie als Beispiel der Frühmobilisation kein Kernbestandteil vieler Krankenhausprozesse mehr ist. In vielen Fällen wurden etliche dieser Stellen abgebaut, weil die Krankenkassen nicht obligatorisch verlangen, dass eben jemand zum Beispiel ab dem ersten oder zweiten Tag physiotherapeutisch behandelt wird. Das ist bei einem Teil der Behandlungsprozesse tatsächlich gegeben, dass es vorgeschrieben ist und das Krankenhaus daraus dann tatsächlich auch Erlöse generieren kann. Aber für viele Krankheitsbilder ist die Frühmobilisation kein Teil der Kernprozesse. Oder es kann noch schlimmer kommen, also bei vielen sehr schweren Krankheitsbildern, wenn sie zusätzlich Physiotherapie erbringen, wäre das so, dass das Krankenhaus keinen Zusatzerlös mehr generiert und im schlimmsten Fall der Verwaltungschef dann eben sagt, brauchen wir nicht, weil wir dadurch eben keine zusätzlichen Gewinne mehr regenerieren. Also wenn Sie als Beispiel eine schwerste Herzoperation haben, dann ist der Kostendeckel sozusagen obendrauf und ob Sie dann eben früh genug mobilisiert werden oder nicht, bringt dem Krankenhaus keine zusätzlichen Gewinne mehr. Und das sind komplette Fehlanreize. Also da gibt es viele Stellschrauben im Gesundheitssystem, die dazu geführt haben, dass die frühestmögliche Rehabilitation, die Mobilisation des Patienten konterkariert wird und häufig erst nach Abschluss der Akutbehandlung die Rehabilitation beginnt. Das ist vom Grundansatz her falsch. Das Ganze muss ab dem ersten oder zweiten Tag beginnen und muss dann, wo es nötig ist, eben stationär oder ambulant dann fortgeführt werden. Nun geht es um Geld, das ist sicher eine Frage, das können wir beklagen. Aber um zum Beispiel mit den Kassen und anderen Entscheidungsträgern Sie davon zu überzeugen, wird ja auch gefragt, ist das medizinisch richtig, wenn man so früh mobilisiert? Ich sagte es, früher hat man wochenlang im Bett rumgelegen. Gibt es da auch gute Ergebnisse aus Ihrer Forschung und Arbeit, dass diese Frühmobilisierung am Ende der Output sehr viel besser ist und die Leute, denen geht es besser? Also es gibt sehr, sehr gute Untersuchungen seit einigen Jahren zum Thema Schlaganfall. Das ist sozusagen eines der Paradebeispiele, dass die frühestmögliche Mobilisation eben vor allem Hilfs- und Pflegebedarf eben auch reduzieren kann. Das gilt inzwischen weltweit und man würde auf einer Stroke-Unit quasi ab dem Tag 1 dann eben sofort die Physiotherapie, die Sprachtherapie, die Ergotherapie mit einbeziehen. Das ist heute Standard, egal ob Sie im Klinikum, im Marienhospital oder in unserer Stroke-Unit behandelt werden. Wo wir eine sehr
sehr, sehr große Untersuchung gemacht haben, um das als Beispiel mal zu zitieren, und das wird nachhaltig das deutsche Gesundheitssystem verändern. Wir haben in der Unfallchirurgie für Menschen mit dem berühmten Oberschenkelhalsbruch das untersucht, und wir haben etwa in Deutschland 80.000 Patienten untersucht, und von denen wurden ungefähr die Hälfte sehr schnell mobilisiert und die Hälfte leider eben sehr zögerlich mobilisiert. Und die Ergebnisse sind so erschreckend, sowohl was das Thema Sterblichkeit als auch was das Thema Funktion anbelangt, dass das dazu geführt hat, dass jetzt in den nächsten Wochen der gemeinsame Bundesausschuss sagt, dass diese Entscheidung ab dem nächsten Jahr abgestellt wird und dass nur noch dort Patienten mit schweren Verletzungen behandelt werden dürfen, wo unmittelbar eben solche, wir nennen es komplexrehabilitative Behandlungen erbracht werden. Es ist so, dass in diesen Krankenhäusern, wo das gemacht wird, die Sterblichkeit nach einem Monat über 20% niedriger ist, dass der Pflegebedarf, also zum Beispiel halt, ob jemand zu Hause unabhängig ist, um etwa 20% weniger war, dass die Zahl der Menschen, die in ein Pflegeheim umziehen mussten, waren in diesen Einrichtungen um 25% höher. Also alle Kennzahlen, das sind insgesamt knapp 100.000 Leute, die wir in ganz Deutschland untersucht haben, waren so dramatisch, dass man gesagt hat, eine Unfallchirurgie ohne Rehabilitation, ohne eine verbundene Altersmedizin mit Rehabilitation und Unfallchirurgie darf man nicht mehr betreiben. Und das wird aus vielen Gründen das Gesundheitssystem eben verändern. Die anderen großen Themen, die ich kurz noch erwähnen möchte, ein großes Thema ist das Thema chronische Lungenerkrankung. Das wird manchmal unterschätzt. Das gehört in die Gruppe der etwa 6 bis 8 wichtigsten Krankheitsbilder dazu. Auch da muss man sagen, dass die Lungenrehabilitation enorm wichtig ist, dass man seine Gehstrecke vergrößert. Auch dafür gibt es inzwischen sehr, sehr gute Untersuchungen. Die Herzerkrankungen haben Sie angesprochen, aber es gibt eben neben den Herzdurchblutungsstörungen, Herzinfarkt natürlich auch die Herzinsuffizienz und zunehmend das Thema Herzklappenerkrankungen. Auch da ist es so eben, dass man eben sieht, dass da, wo früh eben die Therapie begonnen wird, die Ergebnisse im Hinblick eben auf Selbstständigkeit, Lebensqualität deutlich besser sind als da, wo das eben nicht gemacht wird. Und das sind die großen Themen. Und da muss man ganz klar sagen, da sind viele Krankenhäuser noch nicht ausreichend positioniert. Und ein Stück weit ist es, wir müssen es von unten entwickeln, aber teilweise brauchen wir eben auch die Kontrolle. Aber man braucht auch den Dialog. Aber inzwischen in bestimmten Gebieten, zum Beispiel bei den Unfallerkrankungen, das sind etwa 850.000 Menschen in Deutschland pro Jahr, ist es jetzt tatsächlich so weit gekommen, dass eben ein Standard gesetzt wird und dieser eben dann auch rigoros umgesetzt wird. Nun, die Situation muss man sich ja vielleicht in ein paar Fällen nochmal vorstellen, was Rehabilitation angeht. Und ein Stichwort hatte ich vorhin genannt, die Reha-Fähigkeit. Da weiß ich, dass viele Kollegen diese Frage sich stellen und dann oft auch etwas abschätzig das ablehnen. Das wäre so die eine Frage aus medizinischer Sicht, aber die andere ist ja doch auch die Angst, nicht? Die Angst des Patienten nach einem Herzinfarkt, bei Herzschwäche oder auch bei schwerer Lungenkrankheit, sich wieder belasten zu dürfen. Die Angst einfach, da falle ich tot um oder es passiert was Schlimmes. Also die psychologische Seite, die Sie ansprechen, das ist nicht bei jedem Patient, aber es gibt sicherlich so in der Größenordnung zwischen 20% und 30% der Patienten, die zum einen das natürlich als Lebenskrise erleben und auch das Risiko einer Depression in dieser Situation besteht. Das ist die eine Seite. Und da braucht man, Sie haben es angesprochen, eben nicht nur die Physiotherapie oder den Mediziner, sondern man braucht zum Beispiel eben auch eine angemessene psychologische Unterstützung. Und auch das geschulte Gespräch durch einen Psychologen ist ja kein Standard im Krankenhausbereich. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. In der Onkologie ist das fast überall inzwischen angemessen vorhanden. Aber gerade bei Herzpatienten ist das Thema Angst vor einem erneuten Ereignis zum Teil sehr, sehr groß. Und das bedarf eben mehr als eines guten Kardiologen, tatsächlich den Patienten eben den Weg nach zu Hause eben zurückzuebnen. Also da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Wichtig ist halt, dass wenn diese Bedenken geäußert werden, also wir bleiben jetzt erstmal bei den psychologischen Barrieren, dass eben innerhalb der ersten Tage man einen Teamansatz braucht. Also die Medizin teilweise leidet darunter, dass wir inzwischen sehr, sehr gute Spezialisten haben, aber wir brauchen neben den Spezialisten eben auch den Teamansatz, dass wir eben in der Lage sein müssen, wenn wir es brauchen, zum Beispiel einen Psychologen oder eine Psychologin dazuzunehmen oder eben einen Experten, der zum Beispiel bewerten kann, ist eine Rehabilitation
möglich. Manchmal ist auch eine Rehabilitation erst in 4 oder in 6 Wochen sinnvoll. Und dieses Timing, diese Abstimmung, da tun sich viele Krankenhäuser nach wie vor sehr schwer. Das ist enorm wichtig, eben auch bei dieser kostbaren Ressource über das Ob zu diskutieren, oft aber auch über das Wann zu diskutieren und auch darüber nachzudenken, wie man das Ganze ausgestaltet, also zum Beispiel am Wohnort, an einer anderen Stelle, in welcher Form, da kommen wir nachher sicherlich noch drauf zu sprechen, wo ist so der beste Ort, wenn Sie eben jemanden brauchen oder wir jemanden empfehlen, wo man tatsächlich hingeht. Kann man überall hingehen oder gibt es bestimmte Orte, die möglicherweise eben auch besser sind? Aber ich bin hundertprozentig bei Ihnen. Dieses Thema Angst muss zunächst mal überhaupt erst erkannt werden, also ob das ein Thema ist oder auch das Thema einer möglichen Depression. Und dann muss man eben in der Lage sein, eben zum Beispiel den Psychotherapeuten oder Psychologen dazuzunehmen, um eben einen Weg zu finden. Meine Erfahrung ist, dass oft ein Gespräch erstmal zur Bewertung ausreicht, um dann zu sagen, halt ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder ist möglicherweise eben ein späterer Zeitpunkt sinnvoll. Aber diese halbe Stunde, diese Dreiviertelstunde, die muss man dann eben investieren, um das tatsächlich abzuklären. Halt, ja. Nun, wenn ich Sie richtig interpretiert habe vorhin, dann ist ja diese Akutbehandlung im Krankenhaus und wie es dann weitergeht, das ist ja eigentlich ein fließendes Geschehen. Da gibt es ja keine, eigentlich dürfte es da keinen Ruck geben, so und jetzt ist die Akutbehandlung beendet und jetzt beginnt die Rehabilitation. Eigentlich ist das etwas, was kontinuierlich sich fortsetzt. Trotzdem bei uns sind schon angefangen von der Finanzierung, von der Antragstellung, ist da ein Zeitlimit vorgegeben, ab wann es dann jeweils dann woanders losgeht und weitergeht. Mhm. Aber die Frage nochmal, die Entscheidung der Reha-Fähigkeit. Da wollen ja die Reha-Träger immer wissen, was kann der, wie ist er, wie weit ist er, hat es eine Chance, welche Prognose, das sind so die Fragen. Aber was kann man denn dazu sagen, Reha-Fähigkeit, was verstehen Sie darunter? Das eine ist ja, wie wir es untereinander diskutieren, wie man das aber natürlich eben jetzt auch aus Sicht der Patienten oder aus Sicht der Familien eben dann runterbrechen kann und was ist dann sozusagen der geeignete Ort. Das Kriterium der Kassen oder des medizinischen Dienstes, der ja meistens quasi in diese Entscheidung sehr eng eingebunden ist, eben ist der Patient, das ist die klassische Situation, ist der Patient zum Beispiel vor der Operation, vor der schweren Erkrankung möglicherweise in der Lage gewesen, zu Hause sich einigermaßen selbstständig zu versorgen und ist durch die jetzige Erkrankung eine Verschlechterung eingetreten. Aus meiner Sicht 95% der Fälle, wenn vorher eine selbstpflegende häusliche Lebenssituation bestanden hat, sollte man praktisch immer versuchen, das als Ausgangspunkt wieder zu erreichen. Und da muss man einfach sagen, gibt es, wenn man so will, eine gewisse Beweislastumkehr. Also wenn zum Beispiel durch eine Herzerkrankung, eine Lungenerkrankung, irgendeine Gelenkerkrankung, was auch immer, eben bei einer vorbestehenden häuslichen Erkrankung jetzt eine Verschlechterung eingetreten ist, sollte man aus meiner Sicht fast immer einen Rehabilitationsversuch grundsätzlich machen. Um es ganz deutlich zu sagen, bevor jemand in ein Pflegeheim abgeschoben wird oder in eine Kurzzeitpflegesituation und ist vorher das Thema der Reha-Fähigkeit nicht geprüft worden, das halte ich medizinisch für unethisch. Und das bedeutet, dass in dieser Situation jemand, der von Rehabilitation etwas versteht, den Patienten persönlich sehen sollte, um zu bewerten, ob nicht eben ein realistisches Fenster tatsächlich eben auch vorhanden ist. In der Klinik, wo ich arbeite, wir haben pro Jahr etwa 40.000 Patienten, ist die Vorgabe, dass kein Patient, der vorher zu Hause war, ohne von einem meiner Oberärzte gesehen worden zu werden, in ein Pflegeheim verlegt wird. Das mag im Einzelfall schiefgehen, aber das ist die Direktive, die mit der Geschäftsführung sozusagen vereinbart ist. Die zweite Frage ist, in vielen Fällen aus meiner Sicht ist es eben so, dass im unmittelbaren Anschluss an den Krankenhausaufenthalt, da müssen wir gleich nochmal drauf hingucken, weil es gibt inzwischen natürlich eine immer kürzere Behandlungszeit, das Zeitfenster wird kleiner, aber es gibt immerhin auch 20% der Krankenhauspatienten, die länger da sind als 14 Tagen und das sind zwei sehr unterschiedliche Entscheidungsprozesse. Das heißt, wenn jetzt unter großem Zeitdruck quasi halt eine Entscheidung getroffen wird, müssen die handelnden Personen sehr, sehr schnell eben auch dabei sein.
Das Minimalskriterium, wenn Sie zum Beispiel eben in eine geriatrische Rehabilitation wollen, ist, dass Sie mit Unterstützung einer zweiten Person kurz aufstehen können. Sie müssen nicht unbedingt gehen können, aber Sie müssen mit Hilfe einer zweiten oder dritten Person in der Lage sein, wir nennen das einen Sitzstandtransfer eben auszuführen. Wenn Sie zum Beispiel so schwer betroffen sind, dass Sie komplett bettlägerig sind, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, dann gibt es Unterformen der Rehabilitation, das können wir nachher ansprechen, wenn der Bedarf von Ihnen besteht, zum Beispiel in der Phase B, solche Leute eben im Übergang eben auch zu betreuen. Also man muss eben gucken, aber immer, wenn vorher eine häusliche Situation bestanden hat, dann sollte der Weg dahin wieder zurückgehen und in den meisten Fällen gelingt das auch, aber dieses Potenzial wird in vielen Fällen von den Krankenhäusern gar nicht erkannt. Eine Demenz, eine schwere Depression wäre für mich per se kein Ausschluss, das unter den konkreten Bedingungen eben zu versuchen. Wir erleben, dass viele Patienten fehlklassifiziert werden, die im Stress des Akutkrankenhauses eben möglicherweise überfordert sind, aber nach ein oder zwei oder drei Tagen in unserem Umfeld eben tatsächlich dann doch eine sehr günstige Entwicklung eben auch machen. Also da haben wir ein hohes ungenutztes Potenzial. Und unser gesellschaftliches Ziel aus meiner Sicht sollte eben sein, dass wir eben zur Unterstützung der Familien, aber auch zur Unterstützung der Personen eben Hilfs- und Pflegebedarf unbedingt eben vermeiden sollen, damit wir gemeinsam eben den demografischen Wandel als solches eben auch gestalten sollen. Jetzt gehen wir mal so zwei, drei Beispiele durch, wo ich sagen würde, dass zum Beispiel ein Rehabilitationsbedarf noch nicht vorhanden ist. Also in Deutschland müssen leider etwa pro Jahr 30.000 oder 40.000 Patienten ein Bein amputiert bekommen, weil eben durch eine schwere arterielle Verschlusskrankheit das nicht anders geht. Da ist es oft so, dass die Gefäßchirurgie innerhalb von 5 Tagen dann sagt, der Patient ist chirurgisch entlassbar, aber die Wunde ist noch so frisch, noch nicht abgeheilt oder die Wundheilung als solche noch nicht abgeschlossen, dass der Beginn einer Rehabilitation noch nicht möglich ist, weil wenn Sie eine Prothese zum Beispiel antrainieren wollen, brauchen Sie in der Regel 3 bis 4 Wochen Zeit, bis dieser Stumpf als solcher überhaupt belastbar ist. Da wäre die Antwort darauf, dass nicht unmittelbar, sondern nach etwa 3 oder 4 Wochen das Training begonnen wird. Also die Antwort ist Rehabilitationsversuch ja, aber nicht sofort und in der Situation zum Beispiel brauchen Sie einen Übergang. Die meisten unfallchirurgischen Patienten mit einer schweren Verletzung, die ich kenne, sollten innerhalb weniger Tage viel früher als bisher eben rehabilitiert werden. Ich komme beruflich in meinen Projekten sehr viel in Europa rum. Es ist eben so, dass zum Beispiel in Skandinavien oder in Frankreich, in vielen anderen Ländern, man da viel schneller auch mit der Rehabilitation beginnt. Also das ist in vielen Fällen, zum Beispiel nach einem Oberschenkelhalsbruch, kann man nach einer Woche eben tatsächlich eine Rehabilitation eben auch gut starten. Es gibt manchmal Probleme, ein großes Problem, was auch zunimmt, sind die schweren postoperativen Verwirrtheitszustände, die eben zum Beispiel bei langen Narkosen, großen Operationen eben auch auftreten, wo es manchmal eben 1, 2 oder 3 Wochen auch dauern kann, bis jemand in der kognitiven Situation sich so weit wieder stabilisiert hat. Das sind Situationen, die muss man dann sehr genau persönlich eben beobachten, weil in so einer Situation manchmal der Wechsel in eine andere fremde Umgebung die Situation sogar noch verschlechtern kann. Und da muss man das sehr persönlich dann eben analysieren. Manchmal ist es so, dass die Mitaufnahme eines Kindes oder eines Ehepartners zum Beispiel eine Möglichkeit ist. Aber da würde ich sagen, wie gesagt, halt, wenn das die Ausgangssituation ist, überprüfen. Wenn wir Pflegeheimbewohner betrachten, haben wir eine ganz andere Situation. Bei den Pflegeheimbewohnern haben wir ja durchaus manche Menschen, die über sehr lange Zeit noch im Pflegeheim leben. Aber heutzutage ist es so, dass etwa 50% eben der Pflegeheimbewohner in den ersten 6 Monaten versterben, weil sie eben durch viele schwere Krankheiten eben praktisch in einer palliativen Lebenssituation schon eben auch ist. Da würde ich sagen, in vielen Situationen ist die Rehabilitation im Krankenhaus oder in einer Reha-Einrichtung oft der falsche Ort. Da ist es unsere Aufgabe, das Reha-Team ins Pflegeheim zu schicken. Und wir nennen das mobile Rehabilitation, um an dem vorherigen Lebensort eben die entsprechende Therapie dann eben auch zu absolvieren halt. Also das müssen wir
lernen, das müssen wir schaffen, eben immer auch in der persönlichen Bewertung der Situation, dass wir für den Patienten und für die Familie, denken Sie dran, wenn die Kinder zum Beispiel berufstätig sind und dann komplett mit überfordert sind, wenn jemand nach 5 oder 6 Tagen nach Hause geschickt wird, das muss man insgesamt im Kontext eben besprechen, um eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Mobile Reha, um das Stichwort nochmal aufzugreifen, damit es nicht vergessen wird, soweit ich das mit im Gespräch mit Ihnen rausbekommen habe, ist das ein neues Projekt. Da startet etwas in Stuttgart, ist das richtig? Ja, das ist so, wir hätten das gerne schon gestartet. Die Krankenkassen hatten aber noch einige Rückfragen und wir werden jetzt nach den Sommerferien aller Voraussicht nach eben in der Lage sein, dass wir ein Reha-Team eben auch in die Wohnung schicken können. Ich sage auch da vielleicht wieder zwei Beispiele, die unmittelbar einleuchtend sind. Wir haben natürlich in Stuttgart als Industriestadt eben viele Menschen, die eben als Migranten zu uns gekommen sind, wo aber in vielen Fällen doch eben auch die Ehepartner eben die deutsche Sprache nicht richtig gelernt haben, also zum Beispiel eben eine türkische Ehefrau oder eine griechische Ehefrau und wo die Situation dann eben ist, dass wir innerhalb der Reha gar nicht so viele Therapeuten eben haben können, die eben türkisch oder russisch oder wie auch immer sprechen. Und da ist es wichtig, dass wir eben zu Hause auch die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten eben hinschicken können, um gegebenenfalls eben mit Unterstützung der Kinder vor Ort dann eben das Programm auch durchzuführen. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, was Sie alle zumindest aus der Öffentlichkeit kennen, ist das Thema eben Krankenhauskeime, multiresistente Keime. Es ist eben so halt, dass zum Glück nicht sehr oft, ein Teil dieser Keime sind ja auch rückläufig jetzt in Deutschland durch die besseren Hygienemaßnahmen, aber dass wir Patienten haben, die wir im Krankenhausbereich und im Reha-Bereich komplett isolieren müssten. Und dann eben mehr oder weniger in ihrem Zimmer einsperren. Und im Zimmer können sie nicht das machen, was sie zu Hause machen können. Und solche Patienten, wenn sie denn gehfähig sind oder beginnende Mobilitätskapazität haben, kann man dann nach Hause schicken. Und sie können dann das Reha-Team nach Hause schicken, um mit diesen Patienten ohne eben diese Kasernierung zu Hause eben auch zu üben. Insofern ist das ein wichtiges Thema, was wir alle Voraussicht nach ab Oktober dann auch angehen können. Also da wird auch Pionierarbeit geleistet, dann wird man sehen, was da auch in der Öffentlichkeit dann darüber zu erfahren ist. Ich wollte nochmal den einen Fall, den zweiten mit dem Schenkelhals, mit der Schenkelhalsfraktur aufgreifen. Der wird operiert, ist oft alt oder auch sehr alt und plötzlich ist ein Gehen, eine Bewegung nicht mehr richtig möglich. Und da ist aber meine Frage, ich meine, der hatte ja vorher auch schon vielleicht Gehbehinderungen. Der war vielleicht mehr auf dem Sofa gesessen, als dass er sich sonst irgendwie am Tag bewegt hat. Gibt es da nicht auch dann von vornherein sehr unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen für die Reha? Also das Erste ist natürlich halt, wir können ja als Experten Angebote machen, aber ob ein Patient einen Sinn darin sieht, ist natürlich seine ganz persönliche Entscheidung. Natürlich gibt es Menschen, die eben in so einer schweren Situation dann eben für sich auch entscheiden, dass sie eben keinen Sinn darin sehen, eben für zum Beispiel 3 Wochen oder 4 Wochen oder manchmal noch länger eben auch ein intensives Rehabilitationsprogramm eben durchlaufen. Also Gespräch heute am Nachmittag mit einer 99 Jahre alten Dame, die eine Femurfraktur erlitten hat und eben in der Rehabilitation ist. Und die sagt halt, sie freut sich auf ihre Enkelkinder und ihre Urenkelkinder und möchte unbedingt, und dann sagt sie erstens, zweitens, drittens, was sie alles vorhat und ihren Geburtstag am 26. Juni will sie natürlich auch in großer Runde feiern. Das ist sozusagen natürlich das, was eben auch sehr schön ist. Wenn man Altersmediziner sozusagen ist, dann hat man immer auch in seiner eigenen Familie leuchtende Vorbilder. Also zum Beispiel mein Großvater, mit dem ich mit 96 noch sehr gerne Bridge gespielt habe. Also das ist sehr wichtig eben, dass man, wir nennen das Successful Aging oder erfolgreiches Altern, dass man eben solche Dinge auch erlebt. Aber natürlich gibt es eben auch Menschen, die für sich in der Bilanz eben sagen halt, dass sie ein interessantes Leben gehabt haben und dass aber jetzt ihre Erwartungen an das Leben eben andere sind und dass sie eben für sich eben beschließen, eben sich ein Stück weit eben auch zurückziehen und in Frieden zu sterben. Und natürlich ist es eine Entscheidung, die wir anders als vielleicht vor 20 Jahren heutzutage in aller Regel ganz anders akzeptieren würden und dann eben sagen, ich komme vielleicht morgen nochmal vorbei oder es gibt nochmal ein Angebot, aber wenn das Ihre Entscheidung ist, dann tragen wir die natürlich mit. Ähnlich wie bei einer Hospizentscheidung oder auch einer Palliativentscheidung. Und nach meiner Erfahrung, also wenn man ein Beispiel, ich habe vielleicht 10.000 Patienten mit Schenkelhalsfraktur kennengelernt und ich würde sagen, die Zahl derer, wo das so war, war vielleicht 5 bis 10%. Also es gibt diese Menschen, aber sie sind vielleicht nicht so oft, wie wir manchmal denken.
Der Schenkelhals, die Fraktur ist ein Unfall, aber es gibt ja sehr viel häufiger geplante neue Gelenke, am Knie vor allem, an den Hüften. Und die haben jahrelang, viel zu lange gewartet oft, heftigste Schmerzen bewegten sich kaum noch. Und der Orthopäde, der Chirurg sagt, ich mache eine neue Hüfte rein. Auch da ist doch die Voraussetzung sehr unterschiedlich, wie dann der Erfolg ist. Hängt nicht am Operateur, sondern auch am Patienten, was war früher. Gut, das ist mir ein sehr wichtiges Thema halt, weil aus meiner Sicht da Entscheidungen wirklich anders getroffen werden sollten, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Also wir wissen heute, dass bei den Hüftgelenken die Standzeit der Hüftgelenke etwa bei 25 Jahre ist. Da gibt es Untersuchungen jetzt zum Beispiel von vor einigen Wochen, die riesige sogenannte Register ausgewertet haben. Und es macht in aller Regel überhaupt keinen Sinn, wenn Sie von 65 bis 70 warten, damit Sie dann von 70 bis 95 mit dem Gelenk eben leben können. Oft wird gefragt von den Orthopäden, kommen Sie einigermaßen mit Ihren Schmerzen zurecht und vielleicht indem Sie ein leichtes Schmerzmittel nehmen. Und es wird überhaupt nicht gefragt, wie aktiv oder inaktiv die Leute sind. Und von diesem Konzept müssen wir komplett weg. Es gibt sehr, sehr gute Untersuchungen, die zeigen, dass Arthrosepatienten, die ihren Lebensradius kleiner machen und sich weniger bewegen, einen deutlichen Anstieg eben der Herzinfarktrate und der Schlaganfallrate haben. Also der Preis, wenn Sie mit einem schweren Arthrose betroffenen Gelenk immer inaktiver werden, sich weniger bewegen, ist sehr, sehr hoch, wenn Sie nicht rechtzeitig eine Operation durchführen. Und bislang ist es eben leider so, dass die meisten Orthopäden, zumindest die ich kenne, nicht richtig gucken, wie viel sich tatsächlich jemand bewegt. Wenn jemand zu mir in die Sprechstunde kommt mit so einer Fragestellung, ist es so, dass ich unter anderem eben mir angucke, sehr genau angucke, wie jemand geht und dann am Ende des Gesprächs bekommen die Leute auf den Oberschenkel einen Bewegungssensor geklebt für eine Woche. Und nach einer Woche wird er dann zurückgeschickt und von uns ausgewertet und ich gucke mir an, wie oft diese Leute am Tag aufgestanden sind, wie sie aufgestanden sind, wie viele Schritte sie in dieser Woche pro Tag gegangen sind und wie sich dieses Verteilungsmuster eben in der Bewegung. Das sind heute technische Sachen, die absolut und stabil eben als solche funktionieren und die sind für mich genauso selbstverständlich wie ein Langzeit-EKG oder eine Langzeit-Blutdruckmessung. Und anhand dieser Entscheidung wird dann besprochen, ob eben ein Gelenkersatz sinnvoll ist oder ob man vielleicht noch 2 oder 3 Jahre warten kann oder ob das überhaupt Sinn macht, weil in den nächsten 3 Jahren werden Sie nicht gesünder. Also in vielen Fällen, aus meiner Sicht, ist der Zeitpunkt eines Gelenkersatzes nicht klug zu Ende gedacht und nicht mit objektiven Daten eben hinterlegt halt, ja. Und dann kann man außerdem gucken, zum Beispiel 3 Monate nach dem Gelenkersatz, wie ist der Bewegungsradius dann? Also einige der Sachen kennen Sie natürlich. Das Ziel ist zum Beispiel, dass jeder von Ihnen pro Tag ungefähr 50 bis 60 Mal aufstehen sollte als gesunder Mensch. Das weiß fast niemand von Ihnen, weil Sie das aus der Erinnerung überhaupt nicht abrufen können. Und ich würde erwarten halt, dass die meisten von Ihnen, die ich jetzt hier so im Saal sehe, ungefähr zwischen 6.000 bis 10.000 Schritten am Tag machen sollten. Und wenn Sie Ruhezeiten von länger als 45 Minuten pro Tag immer wieder haben, dann ist das schädlich für Ihr Kreislaufsystem halt. Wir wissen, dass ungefähr halt, also alles, was unter einer Stunde reines Sitzen ist, ist für das Herz-Kreislauf-System schädlich, toxisch. Und das sollte man unbedingt eben nach 45 Minuten ein Stück weit dann eben unterbrechen. Also Sie müssen auf die Uhr gucken, wann wir alle hier mal kurz aufstehen lassen. Halt. Gut. Und diese Entscheidung, das sieht man, das ist ein gutes Beispiel in der Orthopädie, werden in die Entscheidungsfindung bisher nicht systematisch eingebaut. Halt, ja. Oder wer von Ihnen hat beim Orthopäden zum Beispiel schon mal einen Bewegungssensor für eine Woche getragen? Das ist technisch inzwischen überhaupt kein Problem mehr und ausgereift. Aber Ihre Armbanduhren, wenn Sie ein Fitbit-Armband oder eine Apple Watch tragen, ist nicht für Sie ausreichend. Wenn Sie langsamer gehen, wird die Schritterkennung mit diesen Armbändern ist absolut indiskutabel und Sie können Ihr Bewegungsumfang nicht damit messen. Halt, ja. Und das zeigt eben, dass eben für die Entscheidungsfindung der Zukunft, wir haben im Jahr ungefähr in Deutschland knapp 300.000 Patienten mit Gelenkersatz und viele dieser Entscheidungen sind aus meiner Sicht irrational.
Jetzt gehen wir weiter zum Thema Reha bei diesem Beispiel. Es ist super wichtig, dass bevor Sie diese Entscheidung treffen, in eine Operation zu gehen, dass Sie ungefähr noch mal für 3 oder 4 Wochen vorher Physiotherapie machen. Wir nennen das Prähabilitation, um sich präoperativ möglichst gut darauf vorzubereiten. Also zum Beispiel, dass Sie die Arme und die andere Seite, die nicht operiert wird, möglichst gut trainieren, weil sie dann viel schneller nach der Operation wieder sozusagen auf die Beine kommen. Das wird auch viel zu wenig gemacht. Ganz selten ist es manchmal so, dass man eben nach einer Prähabilitation so gut ist, wie dass man sagt, ich brauche die Operation gar nicht. Das ist nicht so oft, aber solche einzelnen Fälle gibt es auch. Und dann in den meisten Fällen, um das auch gleich ganz deutlich zu sagen, wenn man vorher relativ rüstig gewesen ist, empfehle ich meistens eine ambulante und keine stationäre Rehabilitation. Die meisten ambulanten Rehas sind so, dass sie wesentlich mehr Physiotherapie und Trainingstherapie erhalten als im stationären Bereich. Und von den Inhalten ist es für Sie sehr viel besser. Sie müssen nicht am Wochenende im Hotelbetrieb da versorgt werden. Es ist viel besser, dass das Geld, was man Ihnen für die Reha gibt, ausschließlich eben für die Therapie angewandt wird. Und dann, wir sehen das in vielen Untersuchungen, dass die ambulante Therapie praktisch immer bessere Ergebnisse erreicht als die stationäre Rehabilitation. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn Sie schwer Parkinson-krank sind oder andere Probleme haben, dann ist natürlich eine stationäre Rehabilitation angebracht, wenn Sie das ganze Umfeld brauchen. Aber wenn Sie relativ gut dabei sind, würde ich Ihnen immer empfehlen, wenn es irgendwie geht, eine ambulante Reha zu machen. Das sind vielleicht so zum Thema elektiver Gelenkansatz, Ersatz einige Hinweise. Nun, als Hausarzt habe ich damit natürlich oft zu tun und da ist natürlich auch das Gespräch über den Gelenkersatz. Und was ich immer erlebe, ist, dass oft der Orthopäde sagt, derjenige hat keine besonderen Chancen als Operationsergebnis, er ist zu dick. Und dann wird man zum Hausarzt geschickt und sagt, nehmen Sie erstmal 10, 15 Kilo ab. Und es sind, Sie sagen, 6.000 bis 10.000 Schritte. Ja, das sind natürlich auch viele Menschen, die haben ihr Leben lang weniger als 6.000 pro Tag zurückgelegt, sind also von vornherein immer ungelenk gewesen. Also das muss man ja auch wohl auch beim Reha-Ziel überlegen. Gut, wir waren bei der Indikationsstellung Also ich denke, dass auch beim Übergewicht ist ja so, ist ja ein Unterschied, ob Sie jetzt zum Beispiel 1,70 Meter sind und Sie sind 90 Kilo schwer oder Sie wiegen 150 Kilo. Aber wir beide sind uns wahrscheinlich relativ einig, dass wenn jemand eine schwere Arthrose hat, dass die Empfehlung zur Gewichtsabnahme von 15 Kilo nicht ganz trivial ist. Das schafft fast niemand, bis auf ganz wenig ausgewählte Menschen. Natürlich ist das ein guter Rat, aber es ist natürlich so, dass wenn Sie mit einem gesunden Gelenk dann wieder rumlaufen können, Sie sich auch besser bewegen können. Das sind immer sehr persönliche Entscheidungen. Bei den Arthrose-Patienten ist natürlich immer zu hinterfragen, ist ein Gelenk betroffen oder sind möglicherweise 4 oder noch mehr Gelenke betroffen. Oft ist es so, dass wenn ein Knie- oder Hüftgelenk betroffen ist, wenn man das zu spät operiert, dass der Rücken schwer geschädigt wird, weil die Leute eben eine Schiefhaltung eben dann entwickeln. Auch das sollte man nicht unterschätzen. Also dass das Aufschieben einer Operation, wenn man es zu lange macht, eben zu schweren Rückenproblemen eben auch führen kann. Also ich will nur sagen, es sind immer persönliche Entscheidungen, die damit eingehen, aber diese gesellschaftliche Debatte, dass in Deutschland zu viele Hüft- und Kniegelenke operiert werden, wohlgemerkt, ich bin Internist und kein Operateur, halte ich für falsch. Also die meisten Patienten, die ich kennengelernt habe, war der Eingriff absolut begründet und richtig. Und manchmal hätte ich mir gewünscht, dass es doch noch ein bisschen früher gemacht würde. Und auch die Debatte hat es ja in Deutschland gegeben. Also sollte man Menschen über 80 oder 85 überhaupt noch einen Gelenkersatz anbieten? Großer Wahnsinn, großer Blödsinn. Also ich habe eine Reihe von sehr alten Menschen, zum Beispiel eine 96 Jahre alte Frau kennengelernt, die ihren Mann gepflegt hat, geistig topfit, Herz-Kreislauf topfit. Und sie hat gesagt, eben aufgrund meiner schweren Coxarthrose habe ich jetzt Probleme mit der Pflege meines Mannes. Dann hat man das gemacht und innerhalb von 3 oder 4 Wochen, der Mann war in der Zeit in der Kurzzeitpflege, sie wieder nach Hause und hat ihren Mann für weitere Jahre dann eben sehr gut versorgt. Also Alter ist eben immer nur ein Indikator, aber das zu absolutieren und daraus irgendeine Regel, die in Stein gemeißelt ist, abzuleiten, das ist großer Blödsinn.
Überversorgung gibt es, das ist ja auch ein Teil der Frage. Im Zweifelsfall sollte man eine zweite Meinung sich dann eben geben lassen. Aber es gibt zum Teil eben auch Unterversorgung. Und nochmal, also heutzutage mit den viel längeren Standzeiten zu sagen, ich mache es nicht mit 70, sondern mit 75, also da muss man, wenn man eine schwere Arthrose haben, wirklich gute Argumente haben. Ich würde Ihnen in den meisten Fällen davon abraten, halt, das aufzuschieben. Halt, ja. Da muss man überzeugen, weil natürlich viele auch Angst vor der Operation haben und gerne darauf eingehen, wenn der Orthopäde sagt, wir warten mal noch ein bisschen. Ich wollte noch einen Punkt nachhaken. Sie sagen ambulant, stationär. Nun sind natürlich viele meiner über 70- oder 75-jährigen Patienten alleinstehend. Ein Partner ist bereits tot. Und es ist oft schwierig, es gibt niemand in der Wohnung, der helfen kann. Also diese Unfähigkeit, den Alltag zu bewältigen, ist doch oft auch eine Indikation, stationär dann Reha anzubieten. Um das nochmal präziser zu sagen, also wenn solche Menschen durch die Arthrose oder andere Begleiterkrankungen bereits einen Hilfs- oder Pflegebedarf haben, dann würde ich diese Menschen meistens in einer stationären Reha auch gut aufgehoben fühlen, würde ich das empfehlen. Es gibt ja zwei Typologien, das können wir auch noch gleich besprechen. Es gibt die orthopädischen Reha-Kliniken und die geriatrischen Reha-Kliniken. Ich denke, das ist für Laien oft sehr schwer nur nachvollziehbar, was der Unterschied ist. Da können wir gerne gleich drauf eingehen. In dem Moment, wo jemand neben der Arthrose, wie gesagt, bereits einen manifesten Hilfs- oder Pflegebedarf hat, bin ich bei Ihnen, da würde ich sagen, ist eine stationäre Behandlung eben durchaus begründbar, eine stationäre Reha. Wichtig ist, dass Sie das nicht nach der Operation planen, sondern dass Sie vor der Operation sich schon Gedanken machen, wo Sie hingehen wollen. Wenn das rechtzeitig geplant ist, gibt es kein Kapazitätsproblem. Also das, was man in der Zeitung liest, es gibt das nicht, gibt keinen Reha-Platz oder es gibt keinen OP-Platz bei der Arthrose, das ist aus meiner Sicht kompletter Blödsinn. Es gibt praktisch keine Arthrose, die ein Notfalleingriff ist und es gibt keine Reha bei elektivem Gelenkersatz, wo Sie vorher nicht planen können. Das ist ein Planungsfehler, der da unterlaufen ist. Zum Beispiel, wenn in Stuttgart gibt es zwei sehr große, natürlich elektiv operierende Kliniken, jetzt Baumann-Klinik und zum Beispiel die Paulinen-Stift, und die planen in der Regel 4 Wochen eben, bevor sie da überhaupt hinkommen und fragen und sprechen mit ihnen und sagen, wo geht danach die Reise hin. Dann kann man das einplanen, es gibt überhaupt kein Platzproblem. Da kommen wir nachher sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Wo geht man orthopädisch hin und wo geht man altersmedizinisch, geriatrisch hin? Die Antwort darauf ist sehr klar. Wenn Sie überwiegend ein orthopädisches Problem haben, ohne schwere Begleiterkrankungen, dann sind Sie in der orthopädischen Reha sehr gut aufgehoben. Aber wenn Sie tatsächlich zum Beispiel internistische, also als Beispiel insulintherapierten Diabetes, komplizierte Parkinson-Krankheit, chronische Lungenerkrankung, wenn erhebliche Begleiterkrankungen vorhanden sind, würde ich Ihnen abraten davon, in eine orthopädische Reha zu gehen, weil Sie da zu wenig internistischen Support haben, wenn irgendetwas ist halt, ja. Das kann man auch an Zahlen sehr gut untermauern. Also das sollte man auch vorher geklärt haben. Ja, aber wenn Sie 6 oder 8 Medikamente einnehmen und irgendwas ist am Wackeln, dann gehen Sie bitte nicht in eine orthopädische Reha, sondern Sie sollten dann in eine geriatrische Reha gehen. Die geriatrische Reha ist unter anderem deswegen deutlich teurer, weil eben wesentlich mehr medizinische Unterstützung und auch pflegerische Unterstützung eben gegebenenfalls vorhanden ist. Auch das kann man planen. Die Planungsfehler, die in der Zeitung oder manchmal in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert sind, sind, wenn eben zu spät am Tag vor der Entlassung irgendjemand anruft und sagt, haben Sie morgen einen Platz? So funktioniert es eben nicht halt, ja. Sondern man kann die meisten dieser Prozesse eben in Ruhe planen und dann funktioniert es auch für alle guten Beteiligten richtig. Aber wenn man eben am letzten Tag denkt, oh Gott, wir haben was vergessen, dann gibt es eben Probleme. Und das muss man ganz offen auch ansprechen. Ich darf nochmal nachhaken, also Patienten mit mehr als 5 Medikamenten über 70, die einen Gelenkersatz bekommen, sind die größere Zahl als die, die weniger als 5 Tabletten haben. Ich meine, kann man da wirklich so sagen, das muss ausgeschlossen werden, Diabetiker, früherer Herzinfarkt, dann dürfen die nicht in die orthopädische? Das ist ein Stück weit plakativ, wenn man so will, ist so 5 in vielen Untersuchungen so eine Art Richtwert gewesen. Aber Sie wissen natürlich eben als behandelter Hausarzt und Internist am besten, wie stabil jemand ist halt, ja. Aber wir erleben immer wieder, dass, das muss man schon auch sagen, dass in orthopädischen Kliniken werden Sie in der Regel halt nicht komplett internistisch mitbetreut. Sie werden in der Regel anästhesistisch mitbetreut.
und ein Teil der Dinge sozusagen halt gehen dann manchmal auch verloren, es werden Medikamente nicht fortgeführt und wir beide kennen das. Ja. Und wichtig ist da eben Ihr Rat, dass Sie eben als Hausarzt, als Internist eben sagen, natürlich, das ist im Entscheidungsprozess zentral, das ist ja nicht nur eine rein orthopädische Beratungsfrage, sondern dass Sie dann eben sagen, geh dahin oder gehen Sie dahin, das ist für Sie der bessere Weg. Aber ich habe schon viele Patienten auch erlebt, die eben zum Beispiel bei einer koronaren Herzkrankheit eben dann perioperativ Probleme gekriegt haben. Also wenn irgendwas am Wackeln ist oder unklar ist, würde ich dann eben im Zweifelsfall sagen, eben keine orthopädische Weiterbehandlung. Also wir sehen das schon unter anderem auch an den Mortalitätsraten, also wie viele Patienten bei uns versterben im Vergleich zu anderen. Also für bestimmte Patienten brauchen sie einfach eine Infrastruktur. Also spätestens dann, wenn jemand eine Wechselprothese braucht und über 80 ist, würde ich sagen, dann ist das okay, wenn jemand in der Altersrehabilitation ist. Wenn jemand um 70 ist, bin ich bei Ihnen. Das sind viele Patienten eben, die vielleicht einen Cholesterinsenker haben und vielleicht einen Beta-Blocker, ein, zwei andere Sachen, kann man auch gut eben an der Orthopädie versorgen. Aber wie gesagt, es ist eine personalisierte Entscheidung. Das Problem ist ja, dass ich auch oft kenne, dass Menschen in orthopädischer Reha sind, dann kommt es zu einem Herz-Kreislauf-Problem oder mal kurz entgleister Diabetes, Verlegung in die dortige Klinik und der Allgemeinmedizin kurze Behandlung und damit ist die Reha beendet. Also das ist dann oft sehr tragisch. Nein, das darf nicht sein. Also das sind eben die Gründe, wo man, denke ich, in der Steuerung vorher besser eben auch gucken muss. Halt, ja. Also das ist ein großes Thema, wie gesagt, muskuloskeletale Erkrankungen. Wir werden heute nicht alles besprechen können, aber Sie haben sicherlich ja auch Ihre Fragen mitgebracht. Also ein ganz genauso großes Thema, was vielleicht noch schwieriger ist, ist das Thema der Wirbelsäulenrehabilitation. Das ist ja ein Thema, was gegenwärtig immer weiter expandiert und was weniger klar ist, muss man auch sagen, als die Orthopädie. Wie gesagt, beim Thema Herzinfarkt, meistens sind die Herzinfarktpatienten etwas jüngere Patienten noch. Da würde ich sagen, sind sie in den kardiologischen Reha-Kliniken ambulant oder stationär dann eben auch gut versorgt. Da bin ich absolut dabei. Was sicherlich, wie gesagt, ein großes Thema ist, das Thema Schlaganfallrehabilitation. Auch da haben wir in Stuttgart und im Umfeld, denke ich, sehr gute neurologische Kliniken. Da, um es ganz klipp und klar zu sagen, in der neurologischen Rehabilitation, auch wenn Sie 80 sind, sind Sie genauso gut versorgt wie bei uns. Also da würde ich sagen, das ist absolut äquivalent. Da haben Sie die Wahl, einfach eben zu gucken, was ist für Sie gut erreichbar. Da können Sie getrost auch in die Schmiederkliniken gehen oder wie auch immer. Und wie gesagt, das Thema ambulant, behalten Sie es einfach im Kopf. Wenn die Krankenkasse so und so viel Euro ausgibt, im ambulanten Bereich wird fast alles für die Therapeuten ausgegeben. Und man muss da jetzt kein Betriebswirtschaftler sein, aber wenn Sie stationär rehabilitiert werden und es kostet nur wenig mehr Geld, wird natürlich fürs Zimmer, für den Service, für all die anderen Dinge eben mitbezahlt und das Geld steht für die Physiotherapie weniger zur Verfügung. Das ist sozusagen eine ganz einfache Rechnung. Das heißt, wenn für Sie persönlich möglichst viel Therapie im Vordergrund steht, dann ambulant therapieren. Also da möchte ich einfach nochmal eine Lanze dafür brechen. Aber wenn es nicht geht, da bin ich auch bei Ihnen, sei es jetzt aus also zum Beispiel, wenn Sie im dritten Stock wohnen und Sie können noch keine Treppen steigen, wie wollen Sie da in die ambulante Reha? So weit sind wir noch nicht. Also das, wie gesagt, das sind natürlich Themen, die da berücksichtigt werden. Ich würde gerne also auch gerade auf die Wirbelsäulen-Reha noch zu sprechen kommen und dann auch die neurologische, weil das doch nochmal ein eigener Komplex ist. Bei der Wirbelsäule ist ja oft so, da werden Leute operiert, weil sie Frakturen haben, weil sie eine schwere Osteoporose haben, vielleicht auch nach einem Trauma, also einem Unfall dann. Und haben dann aber von den Neurochirurgen aus oft eine lange Schonungszeit verordnet bekommen. Was macht da die Reha? Also wir haben zwei große Themenkomplexe. Das eine sind die Rückenschmerzpatienten mit den degenerativen Erkrankungen. Und um da gleich so ein kleines Warnzeichen zu setzen, Sie finden immer irgendeinen Chirurgen, der Sie operiert und sagt, danach sind die Schmerzen weg. Also das ist, da haben wir tatsächlich auch Überversorgungsprobleme und zum Teil Fehlversorgungsprobleme. Also wir erleben immer wieder Patienten, Schmerzpatienten, chronische Schmerzpatienten, denen irgendein Wirbelsäulenchirurg verspricht, danach geht es Ihnen gut und da kann ich Ihnen grusige Fallberichte schildern. Das muss man sehr, sehr genau und fast immer auch mit einem zweiten Ratgeber eben dann gemeinsam sehr gut überlegen. Das Thema der Osteoporose, der Wirbelsäulenfrakturen wird mehr. Um das kurz erwähnt zu haben, die Zahl der Schenkelhalsfrakturen in Deutschland stagniert derzeit, aber bestimmte Frakturen, die Wirbelsäule, die Beckenfrakturen werden häufiger. Das hängt wahrscheinlich daran, dass immer mehr Leute nach hinten fallen.
und dann hinten aufprallen und eben nicht mehr nach vorne fallen oder auf die Seite. Aber das muss uns jetzt heute nicht weiter beschäftigen, aber ich möchte es trotzdem erwähnt haben. Das Thema wird mehr und es wird bald in den Unfallchirurgien mehr Becken- und Wirbelsäulenfrakturpatienten als Schenkelhalsfrakturpatienten geben. Das ist in der Öffentlichkeit noch gar nicht bekannt. Und da bin ich bei Ihnen. Die Frage ist, wie schnell kann man diese Patienten eben rehabilitieren? Und oft ist es eben so, dass dann diese Schonfrist eben von oft 4, 6, 8 Wochen eben dann vorgegeben wird. Und das ist ein großes Problem, weil, wie gesagt, halt der Bär in Kanada, der von Oktober bis März schläft, verliert keine Muskeln. Ja? Das müssen wir erstmal zur Kenntnis nehmen. Das ist untersucht worden, da sind mutige Wissenschaftler reingegangen und haben den also in den Muskel gestochen und der Bär hat weitergeschlafen. Und inzwischen wissen wir auch, warum das so ist. Also die Bären schaffen das eben in Kältesituationen, dass ihre Muskeln zittern und durch dieses Muskelzittern wird verhindert, dass die Muskulatur abgebaut wird. Und wir als Mediziner sind noch relativ schlecht, weil wir bisher nicht geschafft haben, diesen Muskelabbau eben bei den Patienten in diesen Ruhezeiten eben zu blockieren. So, jetzt kommen wir zu diesem Thema Wirbelsäulenfrakturen. Das kann ja Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, das sind so die üblichen Orte. Und da ist meine Antwort drauf, wir würden in der Regel sehr viel früher als in der Vergangenheit damit beginnen. Also wir würden sagen, man sollte eben in der 3., 4. Woche mit einem Trainingsprogramm beginnen und da aber den Schwerpunkt eben auf die Alltagsbewältigung und noch nicht auf das Krafttraining eben der Wirbelsäule legen. Das Krafttraining, das sollten Sie etwa nach 6, 7 Wochen beginnen, aber Sie können natürlich die Balance und andere Muskelgruppen trainieren und können verhindern, dass die Leute eben in so einem Teufelskreis der Immobilität dann aus Angst heraus nur noch sitzen und eben im Bett liegen. Halt, ja. Also da ist die klare Ansage halt früher mobilisieren als in der Vergangenheit, eben schmerzadaptierte Alltagsorientierung. Das bedeutet aber umgedreht, dass dann nach diesen 3 oder 4 Wochen man oft eben nochmal 4 Wochen braucht, um zum Beispiel die Rückenmuskulatur dann wirklich wieder aufzutrainieren. Und das ist ein großes Problem, weil viele Menschen kriegen gesagt, dass man nach einer schweren Verletzung in 3 Wochen wieder da ist, wo man vorher war. Das stimmt leider nicht. Man muss ganz klar sagen, wenn Sie nach diesen Dingen, das gilt auch für den Schlaganfall und viele andere Dinge, wieder dahin wollen, wo Sie vorher waren, dann brauchen Sie nicht 3 Wochen, sondern Sie brauchen in der Regel 3 Monate. Aber die natürlich nicht stationär, sondern Sie müssen eben die Grundlage eben zum Beispiel stationär dann eben legen und Sie müssen dann aber selber wissen, einfach von der Haltung, dass Sie nochmal etwa 2 Monate brauchen, bis Sie da wieder waren oder da wieder sind, wo Sie vorher waren. Da muss man den Leuten wirklich reinen Wein einschenken und kann dann nicht um den heißen Brei herumreden. Wenden wir uns mal dem Neurologischen zu, dem Schlaganfall, der mehrfach jetzt schon genannt wurde und ja, doch ein Drittel der Menschen im Laufe des Lebens treffen kann und mehr oder weniger neurologische Ausfälle bedingt. Vom nicht mehr sprechen können bis hin zum Arm nicht mehr bewegen, aber auch dann das Bein und damit nicht mehr mobil zu sein. Was ist denn da Rehabilitation als Zielsetzung, als Rehabilitationsfähigkeit anzusetzen? Und Sie haben es ja schon erwähnt, neurologische Reha ist nochmal was ganz Spezielles. Unbedingt. Also die gute Nachricht ist, dass durch die neuen Behandlungen die Zahl der Schlaganfallerkrankungen in Deutschland stagniert auch. Also da gibt es 2 Gründe, dass wir den Blutdruck sehr viel besser und konsequenter als früher behandeln. Das ist sozusagen das Verdienst der Internisten. Und das zweite ist jetzt die große Botschaft, dass eben durch die Behandlung des Vorhofflimmerns, durch die neuen Medikamente, die Zahl der Erkrankungen deutlich zurückgehen. Also das wird ein großes Thema bleiben im Hinblick auf Behinderungen. Ist der Schlaganfall zusammen mit den Frakturen, sind das die 2 großen Themen, die eben zur Behinderung durch körperliche Erkrankung führen. Das dritte, noch größere Thema ist natürlich das Thema Demenz. Weiß ich nicht, ob wir da heute dazu kommen zu dem Thema. Aber es ist eben so, halt, dass eben dass die beiden großen Themen sind, Schlaganfall und diese schweren Verletzungen. Bei den Schlaganfallerkrankungen ist es so, dass etwa 20 bis 25% der Patienten durch die Erkrankung sterben oder sehr schnell sterben, dass ungefähr 30 bis 40% der Patienten fast eine folgenlose Rückkehr trotz Schlaganfall eben im Hinblick eben auf ihre funktionellen Beschwerden haben und ein gutes Drittel der Patienten hat eben leichte, mittlere und schwere Einschränkungen. Nur, dass man so in etwa so die Proportionen eben auch kennt. Und die Frage beim Schlaganfall, das ist sozusagen für Laien tatsächlich nicht ganz einfach, ist dann zum einen wieder, wo gehe ich hin, wie lange muss ich eben rehabilitieren, sind das Wochen oder Monate?
Zum Glück muss man sagen, dass in Deutschland die Bereitschaft der Gesellschaft, dieses Thema auch ernst zu nehmen, in den letzten 20, 30 Jahren deutlich gewachsen ist. Zum Beispiel ein Verdienst der Schlaganfallstiftung, die da also viel auf diesem Bereich gemacht hat. Die Behandlung ist wirklich viel besser als zum Beispiel vor 20 Jahren noch geworden. Und in der Rehabilitation ist es eben so, halt, dass man sicherlich, wenn eine größere Lähmung vorhanden ist, viele Wochen und Monate an Trainingszeit anrechnen muss. Die Frage ist, ab welcher Zeit können Sie überhaupt noch Verbesserungen erreichen? Das ist ja eine wichtige Frage. Also wann ist so ein Plateau eben auch erreicht? Was bedeutet das für jüngere und ältere Menschen? In der Regel kann man sagen, dass bei den motorischen Schädigungen Trainingszeiten von 6 Monaten absolut in Ordnung sind und dass die Veränderungen, die Verbesserungen etwa nach 6 Monaten teilweise noch vorhanden sind, aber dass sie keine großen Verbesserungen mehr erreichen können. Das ist die eine Aussage. Die zweite Aussage ist, bei den Sprachstörungen macht das Sinn, dass sie durchaus länger trainieren. Also wir erleben immer wieder auch Patienten, die selbst im zweiten Jahr nach einem Schlaganfall unter logopädischer Behandlung sich weiterhin verbessern. Also das muss man eben sehr differenziert eben auch betrachten. Die Frage ist immer, wie gut ist Ihr Gehirn in der Lage, diese Defizite auszugleichen? Und das ist zum Teil auch bei älteren Menschen erstaunlich, je nachdem, von welchem geistigen Niveau man natürlich kommt, wie gut quasi das Gehirn eben bestimmte Ausgleichsfunktionen eben auch dann eben übernehmen kann. Also da würde ich sagen, anders als bei den anderen Erkrankungen, dass sehr viel längere Rehabilitationszeiten eben auch stationär oder auch ambulant eben sinnvoll sind, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erreichen. Da muss man auch sagen, dass die Situation in Baden-Württemberg deutlich besser geworden ist. Also in den letzten 10 Jahren sind ungefähr nochmal 1000 Betten dazugekommen. Und da haben wir im Vergleich jetzt auch zu den Nachbarregionen, auch im Elsass oder in anderen Gebieten, denke ich, eine relativ gute Situation. Und da sind Sie eben in einer neurologischen Rehabilitation wirklich sehr gut aufgehoben. Also sowohl Schmieder oder Urach oder andere Kliniken, wie gesagt, wenn Sie nachher Fragen haben, sehr gerne auch. Aber ich denke, da müssen wir sagen, wir können natürlich nicht alles erreichen, aber in vielen Fällen ist eben zum Beispiel bei einer Beinlähmung eben eine Wiedererlangung der Gehfähigkeit möglich oder bei Armlähmung durch neue Therapieverfahren eben, dass sie eben zum Beispiel beim Anziehen oder bei der Nahrungszubereitung relativ gut zurechtkommen. Also wir sind da deutlich besser geworden, aber es ist natürlich für viele Menschen noch ein großes Leid, weil sie eben dann doch mit diesen Einschränkungen eben auch leben. Ich wollte gerade da nochmal einhaken, um auch ein bisschen nochmal da zu zeigen, was inhaltlich denn in der Reha geschieht. Mhm. Es ist oft allgemein gut, dass man weiß, weder das Hirn noch Nerven können regenerieren. Und dann kommt so ein Schlaganfall, zerstört einen Teil der Hirnmasse und auch periphere Nerven werden funktionsunfähig. Aber trotzdem hat Reha Erfolge. Wie kommt das? Also es ist eine Reihe von Faktoren, die wir immer besser eben auch verstehen. Also wir verstehen die Reparaturvorgänge im Gehirn eben besser. Teilweise ist es eben so, dass die Neuronen, die Verbindung eben Gehirn entsprechend eben umprogrammiert werden können. Letztendlich ist das eine Folge eben des Trainings. Wir trainieren heute schon deutlich anders als vor 10 Jahren. Also es ist in den letzten 10 Jahren hat sich gezeigt, dass das Training gerade nach einem Schlaganfall extrem davon abhängig ist, wie oft Sie eine bestimmte Übung wiederholen. In der Vergangenheit war das oft so, dass eben ein Physiotherapeut eben eine Übung vielleicht 6 oder 8 oder 10 Mal mit Ihnen ausgeführt hat und danach sich gefreut hat, dass vielleicht etwas besser geklappt hat. Aber so funktioniert das Gehirn nicht. Sie müssen, um, wir nennen es motorisches Lernen, um neues motorisches Lernen zu ermöglichen, müssen Sie viele dieser Bewegungen 20, 30, 50 oder manchmal sogar 100 Mal ausführen, damit es eben, wir nennen es zu einer Retention, also sozusagen zum Abspeichern dieser neuen Bewegung im Bewegungsgedächtnis eben auch kommt. Und das hat dazu geführt, dass bestimmte Trainingsformen entstanden sind, also zum Beispiel die sogenannte Robotergangtherapie oder andere Formen halt des Laufbahntrainings oder wir trainieren zum Beispiel die Armfunktion an einem Armroboter, wo Sie eben vor sich eben, wir nennen das Exergaming, also da sind bestimmte Dinge eben als Bilder dargestellt und Sie müssen dann eben mit diesem Roboterarm mit einer gewissen Unterstützung eben dann Bewegungen ausführen. Das Einfachste wäre zum Beispiel, dass Sie mit einer Tasse oder einem Glas einen Regentropfen eben fangen müssen und Sie sehen den eben auf dem Bildschirm. Und indem Ihr Gehirn solche Aufgaben bekommt und im besten Fall Ihnen das Ganze auch noch Spaß macht, sehen wir halt, dass die Leute eben bestimmte Übungen nicht 10 Mal ausführen, sondern eben vielleicht 50 Mal oder 100 Mal.
Und diese Formen halt, dass wir die sogenannte Wiederholungszahl deutlich erhöhen, dass die Motivation und der Spaßfaktor, früher waren das zum Teil sehr, sehr trockene Übungen, also dass da mehr Freude auch dabei ist, dass sie die positive Verstärkung eben natürlich auch durch den Therapeuten brauchen. Ja, also man soll den Faktor Mensch nicht unterschätzen. Wir können das nicht mit Maschinen machen, sondern wir brauchen die Trainingsformen immer in Verbindung eben auch mit einem Therapeuten, der ihnen ein Feedback gibt, der ihnen eben möglicherweise eben auch Hinweise gibt, wie das besser funktioniert. Und dann sehen wir eben, dass das Gehirn sich deutlich besser erholen kann, als wir das vielleicht vor 10 oder 20 Jahren für möglich gehalten haben. Der Roboter in der Rehabilitation, Sie haben es jetzt mal so angedeutet, das ist ja ausgesprochen spannend. Gibt es denn da schon auch weitergehende Planungen oder sind auch da Sie so ein bisschen im Forscherbereich tätig? Also was wir, jetzt nicht wir alleine, aber wir machen das auch, also was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass wir eben zum Beispiel gerade an der oberen Extremität eben zusammen mit einer Schweizer Firma halt eben da sehr viel erreichen konnten. Das ist ein Beispiel. Ein anderes ist mit einer holländischen Firma, die eben im Prinzip auch eben diese Ansätze eben, die zum Teil auch aus der Spielindustrie, den Computern von jungen Menschen eben kommen, die das dann eben entsprechend umgestalten, sodass das eben für uns eben auch interessant ist, nicht ganz so schnell eben wie für die Kinder zum Teil und so chaotisch und mit so viel Lärm verbunden ist, sondern es macht dann eben auch große Freude. Das sind solche Ansätze halt, die sich sehr bewährt haben, wo wir eben sehen, dass dadurch eben ein anderes Lernen möglich ist. Das andere, was Sie vielleicht noch nicht gehört haben, das ist die Forced Use oder Constraint Induced Movement Therapy. Das bedeutet, dass für etwa 10 Tage die gesunde Seite komplett fixiert wird und Sie die gesunde Seite des Gehirns nicht mehr bewegen können. Also der Therapeut fixiert zum Beispiel den Arm. Sie können das machen, wenn zum Beispiel ein Schlaganfallpatient es schafft, die Hand etwa 10 Grad nach oben zu heben. Das ist so der Zeitpunkt, wo Sie mit diesen Therapien anfangen können. Und dann wird in dieser Zeit das Gehirn für 10 Tage extrem gefordert, weil alle Bewegungen, also zum Beispiel eben ein Wasserglas mühsam zu greifen oder vielleicht irgendeine andere Bewegung auszuführen, nicht mehr mit dem besseren, gesunden Arm ausgeführt werden, sondern das Gehirn wird gezwungen, alles mit dem kranken und betroffenen Arm zu machen. Und diese Form der Therapien, das hat ein Herr Taub, ein Professor Taub und Professor Wulff in Amerika damals entwickelt, sind in einer bestimmten Phase des Schlaganfalls, oft auch nach 3 oder 6 Monaten, extrem hilfreich, um eben eine Restfunktion eben des Gehirns auch wieder quasi anzustoßen, weil in vielen Fällen die Patienten natürlich dazu neigen, die gesunde Seite oder die sogenannte gesunde Seite nur noch einzusetzen und die erkrankte Seite als solche im Gehirn komplett eben auch auszublenden. Also das ist ein zweites Beispiel, das wusste vor 20 Jahren überhaupt noch niemand, dass sowas eben auch vorstellbar ist. Also die Entwicklungen gehen da weiter. Also ich möchte jetzt da nicht irgendwie Euphorie oder irgendwas verbreiten, aber wir können eben gerade bei den Patienten mit so mittelschweren Formen jetzt deutlich mehr erreichen als eben in der Vergangenheit, was das Schlucken, das Sprechen, die Handbewegung und auch die Armbewegung eben auch anbelangt. Also da öffnen sich viele Türen. Was noch nicht geht, ist der Einsatz von Medikamenten. Also sind viele Versuche gemacht worden, ob man mit Medikamenten das Lernen des kranken Gehirns unterstützen kann. Und da gab es viele Hoffnungen, aber alle dieser Hoffnungen sind im Prinzip, haben sich nicht bestätigt, sondern also ohne Schweiß kein Preis. Also man braucht das Üben, auch die Motivation. Viele Schlaganfallpatienten werden ja irgendwann auch sehr traurig, weil sie eben doch nicht das wieder erreichen. Also da braucht man auch gute Psychologie, aber wie gesagt, Ergotherapie, Psychologie, Physiotherapie und dann kann man in vielen Fällen eben doch zumindest die Alltagsbewältigung wieder erreichen. Mit dem Schlaganfall und den motorischen Ausfällen, also Lähmungen, ist ja oft verbunden auch eine geistige Veränderung. Der Schlaganfall beeinflusst das Hirn in seinen kognitiven Fähigkeiten und auch das muss, damit muss auch die Rehabilitation sich befassen. Das ist eine erworbene Demenz im Vergleich zu der, die sich auf andere Weise entwickelt. Wer hat denn da dann das Sagen? Sind das die Logopäden, Ergotherapeuten? Also, Sie alle wissen, das Gehirn hat in unterschiedlichen Teilen extrem unterschiedliche Funktionen. Also zum Beispiel, wenn vor allem das Gedächtnis betroffen ist, die Orientierung sind das oft Schlaganfälle im sogenannten Posterior-Bereich, also im hinteren Stromgebiet. Da kann es sein, dass Sie überhaupt keine Lähmungserscheinungen haben. Oft sind diese kognitiven Störungen dann mit einer Einschränkung des Gesichtsfeldes verbunden.
wobei viele Patienten diese Gesichtsfeldeinschränkungen gar nicht bemerken, sondern denken, sie würden noch normal sehen. Aber bei der Untersuchung stellen wir eben als Ärzte fest, dass eben ein Teil des Gesichtsfeldes, die sogenannte Sehrinde, halt nicht mehr durchblutet wird. Da ist es eine Domäne halt der Ergotherapie und der Neuropsychologie. Also da wäre die führende Behandlung nicht so sehr bei der Physiotherapie oder bei der Sporttherapie, sondern in dem Fall eben bei der Ergotherapie und bei der Neuropsychologie. Bei den sogenannten rechtshirnigen Schlaganfällen, die etwas weiter nach vorne sind, da haben wir oft Planungsprobleme, die oft in Verbindung mit einer linksseitigen Lähmung ist. Oft ist es so, dass die Patienten die andere Seite überhaupt nicht mehr als einen Teil quasi des Raumes überhaupt nicht mehr wahrnehmen, wir nennen das Neglect. Ich spreche das deswegen an, weil Sie bestimmte Patienten mit speziellen, wir nennen das Schlaganfallsyndrom haben, kann es durchaus sinnvoll sein, dass man in eine ganz, ganz bestimmte neurologische Reha-Klinik nur geht. Es gibt Spezialstationen, das muss man dann auch wieder personalisieren, wenn man so will. Also zum Beispiel für das Thema Sehstörung ist die Klinik in Urach, Herr Ackermann, besonders ausgewiesen. Für Patienten mit schwersten rechtshirnigen Problemen, das war da zum Beispiel die Klinik, wo Herr Althaus damals der Ministerpräsident eben war. Das ist eine Abteilung der Schmiederkliniken am Bodensee. Das muss man im Zweifelsfall dann wirklich sich beraten lassen, wo speziell für dieses Thema eben der richtige Ort ist. In vielen Fällen gibt es viele Kliniken, die das machen können, aber es gibt manchmal super spezielle Sachen, wo man dann sagt, sie sollten unbedingt eben an diesen einen Ort gehen und da braucht man eben eine entsprechende Beratung dafür. Das ist eine Teamarbeit, die Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Psychologen gemeinsam erarbeiten. Und so ist das auch in der Reha ja organisiert. Ich denke auch in Ihrer Einrichtung, die ja eine geriatrische Reha ist, zum Teil, wenn ich das recht weiß, arbeiten Sie in dieser Weise zusammen. Was ist dann speziell nochmal die geriatrische Reha? Was soll da erreicht werden? Also das eine ist, um das auch nochmal zu sagen, wichtig ist halt, dass es nicht einen gibt, der eben sagt, ich weiß das besser als die anderen. Das hat sehr viel mit Wertschätzung auch zu tun. Bei uns zum Beispiel im Team haben wir eben nicht nur Internisten, sondern wir haben eben auch Neurologen dabei. Also wir brauchen einfach diesen Teamansatz. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen eben im Orchester und Sie hätten nur Blechbläser, dann würde die Symphonie auch nicht mehr so schön klingen. Also es ist die Kunst, einfach in einer Abteilung ein Team quasi zusammenzuführen, so wie eine gute Fußballmannschaft. Ich bin in Stuttgart nicht so gut im Moment, aber also, dass Sie entsprechend eben ein Team zusammenführen, wo Sie eben überlegen, wer sind die Verteidiger und die Stürmer und so weiter in der Tormann. Und das ist eine große Kunst, eigentlich ein tolles Team da zusammensetzen. Jetzt ist Ihre Frage, was ist das Besondere an dem Thema Altersmedizin? Und da möchte ich einen kleinen Bogen machen halt. Also aus meiner Sicht ist es so, dass in Deutschland wir lange eine Gesellschaft war, die eben in doch deutlichen Teilen eben eine altersdiskriminierende Haltung hatte. Also wenn ich einen Teil meiner Familie, meine mütterliche Familie zum Beispiel, kommt aus Norwegen und wenn ich das vergleiche mit meinen Verwandten dort, dann ist es schon so halt, dass wir in Deutschland immer wieder auch Situationen haben, die ich nach wie vor eben als altersdiskriminierend eben dann auch wahrnehmen würde. Und in der Altersmedizin ist es eben so halt, dass für uns in vielen Fällen eben die Patientensicht, die Patientenwertung, was ist für den Patienten relevant und was sind für ihn die bedeutsamen Dinge, denke ich, anders wahrgenommen haben in der Historie, aber auch heute, als das viele der Spezialisten eben machen, die eben dann eher auf den Laborwert oder den Herzkatheterbefund eben auch gucken. Das hört sich zum Teil jetzt wie so Hülsen an, aber ich glaube, das ist in der Realität hat sich das anders gezeigt. Also der Ansatz der Teamarbeit, die Wertschätzung der anderen Berufsgruppen ist sicherlich in der Altersmedizin ein Kernbestandteil. Ein zweiter Punkt, was in der Altersmedizin erfunden wurde und nicht in den anderen Disziplinen, ist, ich gehe das mal ganz kurz durch, die Stroke Units wurden in der Altersmedizin und nicht in der Neurologie erfunden. Ja, das waren die ganzen ersten Schlaganfalleinheiten aus Skandinavien oder aus England, wurden von Altersmedizinern und nicht von Neurologen geführt, weil die Neurologen das gar nicht als ihr Thema erkannt haben. Aber die Altersmediziner erkannt haben, welche enormen Tragweite für die Menschen das eben auch hat. Das Thema akute Verwirrtheit, Delir, ist zum ersten Mal von einer Altersmedizinerin, Frau Beuth,
in Yale beschrieben worden, dass sie erkannt hat, dass nach der Operation viele Menschen akute, schwerste kognitive Veränderungen haben. Und sie hat dann ein Programm entwickelt, was zum Beispiel jetzt Frau Thomas hier am Klinikum Stuttgart auch in Deutschland weitervermittelt, wie man eben mit diesen akuten kognitiven Schädigungen tatsächlich die verhindern kann und die auch besser behandeln kann. Das Thema Sturz, an dem ich jetzt so 20 Jahre wissenschaftlich arbeite, ist von vielen meiner Kollegen niemals als relevantes Thema erkannt worden. In der Altersmedizin haben wir die großen Untersuchungen durchgeführt, um eben Stürze zum einen zu verhindern, aber auch dafür zu sorgen, dass eben nach einem Sturz die Leute eben richtig wieder rehabilitiert werden. Und so sind es insgesamt 6 oder 7 Themen. Und eins der ganz großen Themen, die auch in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen werden, ist das Thema Assessment. In den 90er Jahren waren das Ärzte in Amerika, zum Beispiel mein Freund Herr Larry Rubinstein, die gezeigt haben, dass es nicht reicht, dass man den Blutdruck misst, und nicht reicht, wenn man den Cholesterinwert kennt oder den Blutzuckerwert, sondern dass es enorm wichtig ist, zum Beispiel die Gehgeschwindigkeit zu messen oder zum Beispiel halt die kognitive Funktion zu messen. Das sind Untersuchungen, die in der Altersmedizin entwickelt wurden und nachdrücklich gezeigt wurden, dass wenn die Kardiologen zum Beispiel neben dem Cholesterin und dem Blutdruckwert und all den anderen Werten auch die Gehgeschwindigkeit messen würden, dass wir die Patienten viel besser beraten könnten. Und das Traurige ist, dass in den letzten 10 Jahren die Kardiologen das immer noch nicht begriffen haben, obwohl die Wissenschaft dazu glasklar ist, dass die Gehgeschwindigkeit ihnen, also zum Beispiel, ob sie schneller gehen als 1 Meter pro Sekunde oder eben langsamer, das sagt ihnen viel mehr über ihre Möglichkeit, also über das Risiko zum Beispiel nach einem Herzinfarkt zu sterben, als zum Beispiel eben der Cholesterinwert, ob der 220 oder 250 ist halt, ja. Und das ist das Interessante, dass dieses Wissen, obwohl es in den besten Zeitungen halt der Welt, also x-mal jetzt gestanden hat, trotzdem eben von den anderen Disziplinen halt nicht absorbiert wird. Und aus meiner Sicht, warum bin ich in die Rehabilitation, gerade auch von älteren Menschen, gegangen? Es hat verschiedene Gründe. Also am Ende meiner internistischen Facharztausbildung habe ich mir überlegt, was sind so die Erdschollen, die dich interessieren. Dazu muss man wissen, in meiner Familie ist es leider so, dass immer wieder quasi halt jeder so überlegt hat, was kann er verändern. Meine Urgroßmutter hat das Frauenwahlrecht in Norwegen eingeführt. Mein Urgroßvater hat die Bahnhofsmission gegründet. Also insofern gebe ich dann gewisse erbliche Vorlast. Und es ist eben so halt, dass für mich so die Frage ist, was sind so die spannendsten Themen in der Medizin? Und damals, als ich mit meinem internistischen Ausbildung fertig war, war mein Eindruck, dass das Thema der Altersmedizin in Deutschland nicht ignoriert wird, aber wirklich ein absolutes Schattendasein eben auch hat. Und das war der Grund, warum ich ihm gesagt habe, da gehst du rein, das findest du interessant und an dem Thema arbeitest du jetzt eben auch weiter. Und ich habe es wirklich keinen Tag bereut. Und das Besondere, denke ich, ist tatsächlich, dass man eben auf sehr interessante Menschen trifft, das wird Ihnen auch so gehen. Ich finde, dass gerade ältere Menschen als Patienten in der Zusammenarbeit, kann ich oft viel besser mit ihnen zusammenarbeiten. Die jungen Menschen sind oft gestresst oder meckern die ganze Zeit rum. In Amerika nennt man das die Generation Gratitude, also dass viele ältere Menschen sehr viel dankbarer auch dafür sind, dass wir eben als Ärzte mit ihnen arbeiten. Und das Thema Reha war eben innerhalb der Altersmedizin sozusagen nochmal der Schatten im Schatten. Viele wollten dann eben im Krankenhaus arbeiten und eben ganz tolle Sachen machen. Und ich habe gedacht, also für mich ist gerade diese Phase nach Abschluss so der ersten Tage, da beginnen viele Probleme erst halt. Ja. Und da war eben mein Eindruck eben, ich habe mich damals in Ulm 8 Jahre lang sehr intensiv eben mit diesen Altersverletzungen eben befasst, dass ich wirklich eben gesehen habe, also 2 Dinge, die fehlen, sind eben die Rehabilitation und die Prävention halt. Ja. Das sind so die 2 großen Themen, die eben bei uns in Deutschland eben nach wie vor sehr stiefmütterlich behandelt werden. Das war jetzt so ein bisschen so ein biografischer Exkurs. Ja, aber der gut Einblick gibt in so eine Entscheidung. Und ich denke, was ich da nur ergänzend sagen kann, es bedarf natürlich mehr Spezialisten auch mit geriatrischen Kenntnissen einerseits. Aber das, was Sie gesagt haben, ist natürlich auch eine Querschnittsaufgabe. Ja. Mit Sicherheit der Hausärzte, aber auch der Fachärzte allgemein. Also da ist, glaube ich, die Gesamtausbildung, die gesamtmedizinische Medizin in der Ausbildung muss sich stärker auch auf die älteren Menschen beziehen, lernen. Ja, also dazu kann man 2 Dinge sagen. Inzwischen ist es
so halt, dass in jedem, also in jedem Medizinstudium in ganz Deutschland gibt es ein Pflichtcurriculum zum Thema Altersmedizin. Das ist das sogenannte Fach Q7. Da bin ich jetzt zum Beispiel in Tübingen auch mit beteiligt. Insofern kriegen die Studenten zumindest eine Basisausbildung. Ja, das ist ja nicht einfach, wenn man eben als 20- oder 22-Jähriger sich mit dem Thema Alter auseinandersetzt. Das ist besser geworden. Das Zweite, was wir nicht geschafft haben, wir haben vor 10 Jahren einen Sachverständigenrat hier in Baden-Württemberg gehabt, um die Landesärztekammer und die Regierung auch zu beraten. Und an diesem Sachverständigenrat war zum Beispiel Frau Solinger, die frühere Sozialministerin, beteiligt, Herr Singh als ehemaliger AOK-Leiter und. Der Herr Hörmann, damals Vorsitzender des Landesseniorenrats. Und wir haben gesagt, es muss so sein, dass jeder Allgemeinarzt, jeder Internist mindestens 6 Monate in seiner Facharztausbildung in der Altersmedizin arbeitet, unter Anleitung eines entsprechend qualifizierten Arztes. Wir haben das dann 2007 dem Baden-Württembergischen Ärztetag vorgetragen und sind ausgelacht worden. Und da hat man uns gesagt, das ist alles nicht nötig halt, ja, und wir wissen das sowieso schon alles und was soll das halt, ja. Also das war jetzt nicht ich als Einzelperson, sondern das waren jetzt nicht irgendwelche Leute halt, ja. Und an dem Thema sind wir immer noch dran. Es ist jetzt gerade die Ärztekammer ist neu gewählt worden, es wird jetzt wieder Gespräche geben, aber wir müssen dahin kommen, dass das sozusagen selbstverständlich Teil eben nicht nur der studentischen Ausbildung ist, sondern eben auch der Facharztausbildung. Warum, glaube ich, bin ich jetzt optimistischer als vor 5 Jahren? Im Moment, das ist in der Öffentlichkeit noch gar nicht so wahrgenommen worden, gibt es einen dramatischen Wechsel, weil inzwischen die Mädchen beim Abitur so viel besser abschneiden als die Jungen, dass ich übertreibe das jetzt fast nur noch Frauen Medizin studieren. Halt, ja. Das Abitur ist eben so, halt, dass inzwischen etwa 70% der Medizinstudenten sind junge Frauen. Halt, ja. Und was ich jetzt sehe, ist, dass am Ende des Studiums viele dieser jungen Frauen Interesse eben an Allgemeinmedizin haben, an Altersmedizin, an anderen Fächern. Und wenn ich mit den gleichen jungen Männern rede, dann ist es oft so, dass sie eben Interesse daran haben, irgendeine technische Disziplin zu erlernen, aber nicht so diese anderen Themen. Also insofern glaube ich, dass durch die Feminisierung halt der Medizin sich einiges ändern wird, wo wir uns noch ganz schön wundern werden halt, ja. Und natürlich ist es furchtbar, dass wir noch viel zu wenig Frauen haben, die eben als Professorin oder als Chefärzte arbeiten. Da sind wir auch kein gutes Beispiel. Wir haben 15 Chefärzte und eine Chefärztin bei uns, furchtbar. Aber wir brauchen tatsächlich eben da auch einen Wechsel. Und das wird aber dazu führen halt, dass die Medizin sich eben auch aus der Arztperspektive aus meiner Sicht nochmal ändern wird. Es wird noch ein bisschen dauern, aber ich sehe in den Gesprächen, dass da ein ganz anderes Bewusstsein eben für bestimmte soziale Fragen eben auch da ist, ein viel größeres Interesse. Und das war vor 10 Jahren noch anders, als wir überwiegend junge Männer hatten, die mit dem Medizinstudium fertig wurden. Das war sehr schön, da auf diesen Punkt auch nochmal zu kommen. Und ich glaube, wir haben da schon einen ganz wichtigen Bogen geschlagen über das Fach und die Thematik Rehabilitation. Über eines, das war so ein bisschen umgangen worden, wollte ich aber nochmal nachfragen. Ich hatte es in der Eingangsausführung ja gesagt. Einerseits, wir haben viel gesprochen über wo liegen die Möglichkeiten der Rehabilitation, aber vielleicht sollten Sie ein paar Worte noch verlieren zu denen, wo sind die Grenzen? Ja, natürlich. Also das eine ist immer, wir tendieren manchmal als Ärzte dazu zu sagen, halt, entweder das ist ein Akutpatient oder das ist ein Reha-Patient oder das ist ein Reha-Patient oder das ist ein Palliativpatient. Ich glaube, dass in der Medizin diese Grenzen peu à peu immer durchlässiger werden und geworden sind. Ja. Also wir sagen heute, die Rehabilitation sollte zum Teil schon vor der Behandlung beginnen oder während der Behandlung beginnen. Dann gibt es den Übergang, der leistungsrechtlich aus Sicht der Krankenkassen natürlich klar festgelegt ist. Das eine ist das Sozialgesetzbuch 109 und das andere ist der 111, das muss Sie alles nicht interessieren. Also das sind andere Dinge halt, die da eine Rolle spielen. Aber natürlich gibt es Grenzen. Eine Grenze hatte ich vorhin schon benannt, das ist natürlich der Wille des Patienten. Also die Autonomie des Patienten ist klar festgestellt und das heißt für uns, wir sollen den Patienten nutzen, wir dürfen den Patienten nicht schaden, aber zentral ist der Wille des Patienten und wenn der Patient sagt Nein, dann heißt es auch Nein. Also das ist, denke ich, zwischen uns beiden sicherlich Konsens, aber im Alltag nicht immer Konsens. Eine andere Frage ist tatsächlich eben der Übergang eben aus der rehabilitativen Situation in eine palliative Situation. Ich denke, diese Situation gibt es. Wir erleben immer wieder halt, dass gerade Krebspatienten, aus welchen Gründen auch immer, das wäre wahrscheinlich ein Thema für sich, aber dass man denen viele Dinge in Aussicht stellt,
Und in der letzten Phase halt des Lebens eines Krebspatienten dann auch noch gesagt wird, jetzt machst du am besten auch noch mal 3 oder 6 Wochen Reha. Da gibt es schon viele Situationen auch, wo ich erlebt habe, das ist keine gute Entscheidung gewesen. Also oft wäre es besser, dass der Patient eben vielleicht mit seiner Familie eben mehr Zeit eben auch gehabt hätte. Aber so jemand eben manchmal auch mit Physiotherapie oder Trainingstherapie zu drangsalieren, ich überspitze es jetzt etwas, ist keine gute Entscheidung. Also gerade bei nicht behandelbaren oder palliativ Best Supportive Care, sagen wir neudeutsch dazu, onkologischen Patienten, sollte man genau hingucken. Ein anderes Thema, was wir jetzt auch noch nicht vertieft haben, ist das Thema neurodegenerative Erkrankungen und eben Rehabilitation. Es gibt durchaus Demenzpatienten, wo eben eine Rehabilitation sinnvoll ist oder auch Parkinson-Patienten, aber auch da stößt man an Grenzen. Also wenn eben aufgrund der Schwere des Krankheitsprozesses eben tatsächlich eben, man muss es vielleicht im Einzelfall nochmal testen, aber es gibt Situationen, wo man dann sagen würde, das ist für den Patienten eben in dem gegebenen Setting einfach eine Überforderung und die Leute sind dann oft eben verloren und eher unruhig und traurig. Und da erlebe ich auch immer wieder Situationen, wo der Wunsch vielleicht der Familie verständlich ist, aber für den Patienten das Ganze eher eben auch eine Qual ist. Also an erster Stelle vielleicht der Wille, dann eben das auch das Umfeld eben auch nochmal zu betrachten und eben auch tatsächlich eben auch Dinge mal zu akzeptieren. Und dann gibt es eben, wie gesagt, eben auch manchmal lebensmüde Patienten, die eben sagen halt, das war mein Leben und es ist jetzt nicht mein Ziel eben, möglicherweise jetzt wieder in den Bergen wandern zu gehen. Und das, denke ich, sollte man auch respektieren. Also ich denke, das war ganz schön so nochmal geäußert, die Möglichkeit und die Grenzen, die wir angesprochen haben. Wie immer haben Sie ja am Schluss die Möglichkeit, auch noch Fragen zu stellen. Und Sie haben hier sicher einen sehr guten Fachmann, was Rehabilitation angeht. Ja, Sie haben gleich sich gemeldet. Ein Mikrofon. Ein Mikrofon ist da noch, ja. Sie hatten vorher kurz den Kardiologen angesprochen. Ich komme aus der kardiologischen AHB nach Bypass und große Herzoperation in Bad Krozingen in die Reha zurückgekommen und sehr, sehr wenig gemacht, weil das Brustbein ja noch offen und wund war und gesuppt hat und fertig ab. Das war dann vorbei nach 5 Wochen. Erst zu Hause habe ich auf dem Entlassungsschreiben gelesen, man soll Muskelaufbau, Herzsport, Gangsicherheit und was nicht alles machen. Das ist dort gar nicht gemacht worden. Wie kann man sich da jetzt irgendwie, Muckibude nicht, das hat es geheißen, keine Muckibude, ja jetzt war's. Ich bin dann zurückgekommen im Februar, sofort in Haus- und Gartenarbeit rein, das war Muskelarbeit, aber die Muskeln haben noch sehr, und die Gangsicherheit und die, was Sie vorher sagten, hat noch nachgelassen. Die macht ihn da dort wenig in Krozingen. Kann man das nachträglich jetzt noch aktivieren durch eine Einrichtung? Herz, ist wenig zur Sprache gekommen, ja. Die Herz-AHB. Gut, ich denke, Sie sprechen 2 Dinge an. Also Sie haben offenbar einen sehr schweren Verlauf gehabt halt, ja. Gerade nach Herzoperationen ist es nicht selten, dass es zu Wundheilungsstörungen kommt, weil man teilweise die Arterie, die das Brustbein auch versorgt, aufs Herz verpflanzt, um das Herz wieder besser zu durchbluten. Und dann gibt es nicht wenige Patienten, die eben schwere Wundheilungsstörung oder eben auch Knochenheilungsstörung eben auch danach. Das war nicht schlimm, aber ich hätte mich gern mehr bewegt. Gut, trotzdem, ja. Und das limitiert eben, und je nachdem, wie am Herzen auch operiert wird, also wenn das Brustbein zum Beispiel eben in weiten Teilen durchtrennt ist, limitiert es. Und das ist zum Beispiel so eine Frage, wie kann man in der Frühphase und wie kann man dann in einer späteren Phase eben trainieren? Und der Punkt bei Ihnen ist natürlich, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man jetzt das Geld, die Ressourcen, die man hatte, jetzt in der Phase ausgegeben hat, wo Sie zum Teil noch gar nicht richtig trainieren konnten. Halt, ja? Und natürlich sind Sie jetzt, nach dem, was Sie geschildert haben, werden Sie jetzt in der Phase, wo man sozusagen nochmal einen neuen Zyklus eben dann machen könnte. Ja, oder eine Einrichtung irgendwo unter Anleitung. Gut. Ja, also dazu möchte ich verschiedene Dinge sagen halt. Also das eine ist, grundsätzlich gibt es diesen Mythos, dass man sagt, dass eine Reha alle 3 Jahre stattfinden darf. Das ist medizinisch kompletter Unsinn. Manchmal gibt es Patienten, wo man 3-mal im Jahr eine Reha machen muss. Also das muss man medizinisch prüfen. Und dann eben grundsätzlich kann man auch sagen, wenn das sinnvoll ist, zum Beispiel eine ambulante Reha eben nochmal anzuschließen, das nochmal vor diesem Hintergrund individuell zu begründen. Eine Sache. Das zweite ist, für diejenigen von Ihnen, die in Stuttgart wohnen, es gibt in Stuttgart flächendeckend weit über 1000 Angebote, eben, die von der Stadt als solche auch bewertet wurden,
eben in diesem, da gibt es eine Sammlung, das hat Frau Barz gemacht halt mit einem Kollegen, wo man im Stadtteil gucken kann, welche Angebote es gibt auf Vereinsebene. Und auf Vereinsebene, dann, die sind dann bewertet, ob es eben für bestimmte Gruppen oder zum Beispiel Herzsport oder andere Angebote eben entsprechend möglich ist. Die dritte Möglichkeit, die Sie sich angucken können, ist, sind die Angebote halt des Behindertensportverbands, der in Baden-Württemberg den Reha-Sport organisiert. Für die meisten Krankheitsbilder kann man so inzwischen auch Dauerrezepte ausstellen. Also, dass der Hausarzt zum Beispiel eben für eine Parkinson-Sportgruppe oder eine für Herzsportgruppe eben unter einem qualifizierten Übungsleiter, teilweise unter Anwesenheit auch eines Arztes, ein entsprechendes Programm da zusammenstellt. Das Dritte, was die meisten von Ihnen noch nie gehört haben, es gibt in Deutschland eine Datenbank der zentralen Prüfstelle Prävention. Da sind viele Bewegungsangebote für Reha auch drin. Das sind in Deutschland 400.000 Angebote, 400.000, die geprüft sind und von den Krankenkassen unterstützt werden. Da kann jeder Laie draufgehen und kann gucken, was in ihrer Umgebung eben an Angeboten vorhanden sind. Das sind ausschließlich Angebote, die von den Krankenkassen unterstützt werden. Also immerhin 400.000, ja. So, und jetzt muss man gucken für Sie eben, welches Trainingsangebot an welchem Stadtteil und so weiter für Sie das Richtige ist. Aber natürlich sollten Sie weitermachen. Mein Rat wäre halt, im Sommer ist es oft so, dass man genügend Ausdauer hat. Im Sommer sind wir ja meistens aktiver. Mein Rat wäre eventuell, dass dann eben, wenn das Wetter kälter wird im Herbst, dass Sie sich dann ein Angebot nochmal suchen und dann einen zweiten Zyklus zur Verbesserung eben von zum Beispiel eben Kraft und Balance in diesen Dingen. Ja, das gehen. Gut, können wir nachher nochmal gerne besprechen. Ja. Gibt es noch einen? Dann hier noch und vielleicht dann sind wir am Schluss. Ja, bitteschön. Sie kriegen ein Mikrofon. Moment. Ich bitte in den Krankenhäusern unbedingt mehr darauf zu achten, ob Patienten schwerhörig sind. Ich habe das bei einer Bettnachbarin erlebt, die ist aus einem Pflegeheim nachts, weil sie hingefallen ist, ins Krankenhaus gebracht und im Dunkeln angekommen. Und da stellte sich heraus, die ist ja dement. Die war nicht dement, die hat nur schwer gehört, hatte weder ihre Brille noch ihr Gebiss. Und da ich selbst schwer höre, habe ich drauf geachtet und habe sie angesprochen und sie hat reagiert und gesprochen. Und das habe ich auch ihren sehr jungen Angehörigen gesagt, die Oma ist nicht dement, die ist schwerhörig. Ja, diese Mitteilung. Ich selbst habe auch meinen behandelnden Arzt, vor allen Dingen vor einer Herzoperation gesagt, bitte darauf zu achten, ich höre schwer, aber hier kapiere ich, damit Sie es wissen, wenn ich nicht reagiere. Und da hat der Arzt mir gesagt, bei Ihnen hätte ich nicht gedacht. Ja, also. Nein, der Hinweis ist sehr wichtig, das ist ja eine der Hauptgeschichten, die Frau Krausnick-Horst, die Vorsitzende des Stadtseniorenrats, immer berichtet, was ihr da passiert. Sie kann das sehr eindrucksvoll schildern. Mein Rat dazu wäre halt, dass Sie aber nicht nur an das Thema sensorische Einschränkung denken. Mein dringender Rat an Sie ist, dass Sie sich einmal im Jahr von Ihren Kindern oder Enkeln mit dem Smartphone beim Gehen filmen lassen und dieses Bild gegebenenfalls halt dann einem Arzt zeigen können. Das hört sich erstmal, denken Sie mal in Ruhe darüber heute Nacht nach und morgen nochmal am Feiertag. Wenn ich sehe, wie jemand gegangen ist vor einem Jahr und ich komme dann zu einem Patienten, der eine schwere Bauchoperation oder was auch immer gehabt hat und ich weiß, wie der vorher gegangen ist, ist meine Entscheidung eine völlig andere, als wenn ich keine Informationen, quasi nur eine verbale Information habe. Und ich bin ganz bei Ihnen, sensorische Probleme, Hören, Sehen ist wichtig halt, ja, ein großes Thema, wir sagen dazu, Hören heißt dabei sein halt, ja, und so weiter. Da müssen viele Krankenhäuser eben nicht nur für die Demenzkranken, sondern eben auch für seh- und hörbeeinträchtigte Menschen viel besser werden. Aber meine Bitte ist, lassen Sie sich einmal im Jahr auf einem Smartphone filmen und zeigen Sie das Ihrem Hausarzt, wie es vor einem Jahr war, und nehmen Sie diese Bilder am besten mit, wenn Sie ins Krankenhaus gehen, um den Leuten nachher zu zeigen, wo Sie wieder hinwollen. Das ist bitter ernst gemeint, was ich Ihnen sage, halt, ja, weil dann können Sie ganz andere Entscheidungen treffen und Sie wissen wieder, wohin Sie wollen, halt, ja. Und wir können an den Gehgeschwindigkeiten, am Gangmuster, können wir Dinge erkennen, das können Sie sich kaum vorstellen. Das ist ein dringender Rat, den ich immer wieder auch bei solchen Veranstaltungen sage. So, dann haben wir noch eine
Frage, ja. Noch eine Frage? Bitte? Ja. Wenn meine Frau gefilmt werden soll beim Laufen, ich meine, wir laufen etwas langsamer, altersmäßig. Wir sind 88 und 89 und bewegen uns aber noch. Ja. Und was würde das bringen, wenn man den Film sieht, dass man dann sagt, was kann man daraus machen? Ja, also als Beispiel, also es könnte passieren zum Beispiel halt, dass Sie, keine Ahnung, in 2 Jahren hinfallen und sich den Oberschenkel brechen. Dann könnte es sein, dass Sie durch die Operation ein paar Tage brauchen, bis es Ihnen kognitiv und physisch wieder besser geht. Und dann sagt irgendein Arzt halt, dass Sie eben verwirrt sind oder wie auch immer und vorher wahrscheinlich eh nicht gehen konnten und Sie werden dann abgeschoben. Der gefilmte Gang ist ein Beweis dafür, dass Sie das vorher noch konnten und ich kann eben als Gangexperte noch viele andere Dinge eben daran sehen halt, ja. Nehmen Sie das einfach mal als Rat ab. Ich sehe an Ihrer Fußstellung, wie schnell Sie gegangen sind. Ich sehe, wenn Sie Ihre Füße so weit auseinander sind, sind Sie schneller als 1 Meter pro Sekunde gegangen. Also ich kann noch ganz andere Dinge da sehen. Das ist extrem wertvolle Information. In der Zukunft wird es so sein, dass Sie als Patienten, wir als Patienten, immer mehr Informationen eben auch sammeln und mitbringen und im günstigsten Fall eben uns als Ärzte damit eben auch unterstützen, dass wir Sie viel besser noch beraten können. Und wenn Sie Ihre Ansprüche auf Reha geltend machen wollen, brauchen Sie sozusagen Beweise dafür, dass Sie vorher noch ganz gut eben unterwegs waren. Ja, vielen Dank. Ich denke, es ist doch noch mal einiges hier angesprochen worden und dieser Tipp auch mit der Aufnahme, meine ich, wäre gerade für uns Ärzte nicht schlecht, wenn wir da auch immer wieder Bezug nehmen können. Ich denke, es ist ein Leitspruch der Weltgesundheitsorganisation, der zu dieser Thematik passt, der heißt From Cure to Care. Und das heißt eben, dass Medizin nicht nur die Aufgabe hat, kurativ zu heilen versuchen oder Menschen aus der Akutkrankheit herauszuholen, sondern dass man eben auch danach dafür sorgen muss, wir auch verantwortlich dafür sind, Eigenaktivität zu fördern und die Wiederaneignung von der früheren Lebensweise zu ermöglichen. In diesem Sinne eine sehr wichtige Aufgabe der Rehabilitation als ein wichtiges Teilgebiet der Medizin. Ich darf Ihnen danken, dass Sie, Herr Professor Becker, dass Sie hierher gekommen sind und wie immer auch dem Team im Hintergrund vom Rode-Bühl-Zentrum für die Hilfe. Schön, dass Sie hier waren und ich habe gesehen, eine Frau im Rollator sogar hat sich hierher bemüht, das ist toll und Sie mit 88, also das ist ein Beispiel, was eben da auch in diesem Alter noch möglich ist. Kommen Sie gut nach Hause und morgen einen schönen Feiertag. Auf Wiedersehen.